Hallihallo und ganz herzlich willkommen zum einem neuen Stream, dem Budget-Stream von True, den kennt ihr ja schon. Und zwar richtig Budget, nämlich mit mir. Und ich will natürlich, dass alles so ein bisschen professioneller ist, deswegen habe ich mir Nico an die Seite geholt. Hi. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum nächsten TrueCast. Heute an diesem, ja was ist heute? Heute ist Donnerstag. Heute ist Donnerstag, genau. Und heute dürfen wir beide das erste Mal das Main-Team casten. Ja, das ist eine Ehre, oder? Da freuen wir uns richtig drauf. Richtig hyped hier. Ja. Und heute haben wir auch direkt einen richtig harten Gegner. Die PEL Lizards Atomic. Ich bin jetzt nicht ganz auf jeden Fall der Erste. Also das Team steht 4-0 auf jeden Fall. Drei Master-Spiele habe ich gerade gesehen und zwei Dir. Oder andersrum. Ich glaube, drei Master, zwei Dir. Wir gucken mal. Auf jeden Fall sieht stark aus und steht ja nicht umsonst auch schon 4-0. Haben, glaube ich, auch gegen InSpot gewonnen, wenn ich es richtig gesehen habe. Also auf jeden Fall, ich sag mal, einer der Hauptkonkurrenten. Ja. Um den Aufstieg, um die Playoffs erstmal natürlich. Und da bin ich ja gespannt, wie man sich schlägt. Müssen ganz kurz erwähnen, dass wir mit einem neuen Toplaner spielen, das Main Team. Weil man sich leider aus bestimmten Gründen gezwungen sah, den alten Toplaner, ich sag mal, nicht zu benchen, sondern einfach zu entlassen. Wenn irgendwer mehr wissen will, könnt ihr gerne im Discord vorbeigucken, da steht alles. Aber wir haben auf jeden Fall wie Neues. Ja. Ich weiß gar nicht, Cypher irgendwas, glaube ich. Ich kenne noch nicht. Ehrlich, ja, wir haben jetzt den Namen, richtig. Cypher's Dice, irgendwie so. Da steht's. Ist auf jeden Fall jetzt erstmal drin. Ich weiß nicht, ist er schon der richtige Top-Man? Ist er noch ein Tryout? Ich habe keine Ahnung. Sie sind wohl zufrieden. Also sie sind wohl zufrieden mit ihm, meinten, die wollen jetzt mit dem spielen. Wer mehr Infos haben möchte über den ganzen Fall oder wie das alles abgelaufen ist, schreibt einfach Patrick an. Der freut sich immer über DMs. Also, der freut sich bestimmt, ja, riesig. Der spammt ihn gerne zu. Der ist immer richtig hyped, wenn er sieht, plus 20 neue DMs. Da freut er sich. Nee, aber sehr cool. Auch jetzt, wo die wichtigen Teams aller aus Worlds ausgeschieden sind, können wir uns natürlich wieder mehr auf die True-Teams konzentrieren. Ja, wichtige, gut, wichtige Teams aller ausgeschieden. Ja. Europa also, ist am Arsch. Aber egal. Dafür hat Europa jetzt True neuen Zuwachs. Ist eh besser, ist sowieso besser. Ist sowieso das Beste. Ne? Erst kommt True Cup, dann kommt Prime League, dann kommt Worlds. Genau. Das ist die Reihenfolge, ne? Von wichtig nach unwichtig. So. Was kann uns heute erwarten? Ich glaube, das wäre ein richtiger Banger. Ich glaube, das kann richtig spannend werden. Ich bin sehr, sehr hyped. Weil das ist jetzt so, ich sag mal, das erste Game, das war halt zu vergessen, das ist halt passiert. Das zweite Match, das war dann relativ deutlich und clean. Und jetzt hat man auch einen harten Gegner, aber ist hoffentlich ein bisschen im Juice. Und mal gucken, wie es mit dem Top-Laner ist. Bin sehr gespannt. Wir wissen ja auch sowieso, wir haben eine insane Botlane, haben wir letztes Mal auch wieder gesehen, auch schon bei den Games, die wir verloren haben. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie die dann auch wieder performt. Und auch sonst auf die Drafts vor allen Dingen, auch auf die Drafts von den Gegnern. Was jetzt passiert, was sich vielleicht geändert hat. In der Meta ein bisschen, man hat ja bei Worlds ein paar Meta-Changes schon gesehen, sag ich mal, was sich da entwickelt hat über die Zeit, was man jetzt neu ändert. Ich denke mal, Aatrox ist immer noch Top-Lane, ein sehr guter Pick, der wurde ja sonst immer jetzt präferiert, viel als Blind-Pick. Ich weiß natürlich nicht, wie das der Top-Laner jetzt macht, sonst hast du Maokai, Seju, Jarvan im Jungle, so, das wird sich wahrscheinlich nicht großartig ändern. Midlane, Ori, Azir, Syndra, Nico, das sind wahrscheinlich so die Picks, ne? Und ja, Botlane, Caitlyn ist jetzt immer mehr reingeraten in die Meta, zusammen mit Jinx. Bin gespannt, ob da vielleicht auch heute mal eine Caitlyn Pick oder Bann sehen. Ja. Wir gucken. Ihr könnt mir vorstellen. Ich muss auch dazu sagen, jetzt haben wir natürlich, wir haben uns die Gegner angeguckt im Vorhinein, nein, natürlich. Wir haben uns natürlich super auf diesen Cast vorbereitet, 2 Stunden vorher haben wir uns hingesetzt und die Teamcoms analysiert. Nein, Spaß beiseite, aber wir haben uns die Gegner so ein bisschen angeguckt und das ist wohl der stärkste Gegner. Es stehen wohl auch 4-0 und ja, generell sieht einfach die Tabellensituation aus, dass sie halt einfach wahrscheinlich
das so mit das zweitstärkste Team. Also wir hatten schon am Anfang gesagt, es gibt wohl drei starke Teams in der Gruppe, die wohl um den Aufstieg spielen. Das ist einmal Purple Emperor Lizards, das ist MT1 Focus, gegen die man ja schon verloren hat, und das ist halt irgendwie auch unser Team. Und gegen MT1 Focus hat man leider verloren, war ein bisschen unlucky, dass das erste Game war. Und das ist deswegen natürlich auch schon ein entscheidendes Spiel, weil das ausgegebene Ziel sind die Playoffs. Und ob man die erreicht, könnte sich heute so ein bisschen zumindest vorentscheiden. Ja, also wir sind zwar noch relativ am Anfang, ist jetzt erst der dritte Spieltag, Ja. aber wenn jetzt ein Team 6-0 steht, das andere 5-1 und du startest dann mit 2-4, dann wird es natürlich, ich meine, klar, man kann alles besiegen und man kann dann immer noch 10-4 gehen, aber es ist halt trotzdem keine Garantie dafür, dass es dann klappt, weil die anderen halt sehr gut dastehen. Ich weiß es nicht, gegen wen MT1 da den Lose Das hat, Unentschieden das Unentschieden hat. Das war gegen Braunschweig. gegen Braunschweig, also von daher, ja. Aber ich glaube, gegen die Lizards, also das wäre ein richtig wichtiger Schritt. Ja, also heute ist ein sehr entscheidendes Spiel, denke ich auch. Ich freue mich sehr, zu sehen, wer hier quasi on top herauskommt. Das ist auch ein sehr spannendes Spiel. Parallel vielleicht für den einen oder anderen. Vor allem, was euch interessiert, spielt auch noch Unknown gegen Uvu, was wir leider nicht casten können werden, weil natürlich hat das Main-Team einfach die Prio. Also da hoffe ich, die haben Verständnis. Aber wir Aber gehen ich. natürlich davon aus, dass Unknown diese Uvus definitiv absolut wegstompen wird. Da bin ich sehr, 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 sehr zuversichtlich. Ups. Wir können ja mal drauf gucken, wenn es denn mal laden würde. Aber er will es Ich nicht. glaube, die Uvus, wie ich sie jetzt einfach mal nenne, die stehen 1-3, richtig? Ja. Unknown steht schon 4-4 oder 6? Stehen die schon 6-0? Haben die nicht schon, ich weiß es jetzt gar nicht. Haben die nicht schon 3 Spieltage gespielt? Ist das für die schon der vierte? Wir haben gleich die Übersicht da. Wir haben das gleich Wir so können in. vielleicht mal so ein bisschen drauf gucken. Anno steht 6-0, ja, Tatsache. Anon Also, steht 6 zu 0. die spielen jetzt schon ihren vierten Spieltag. Ja, Das ist natürlich. die hasen richtig durch. Das kennt man ja sonst eigentlich von Divine. Also, die haben ja irgendwie immer Montag gespielt. Anno, die haben auch Best of 5 gegen die Klaus gespielt und da hatten den Game 5 auch noch Bock. Also, denen ist das egal, einfach rein mit den Games, einfach rein, immer ran damit. Und eine Sache müssen wir vielleicht nochmal anmerken. Unknown hat 2-0 gewonnen. Die Claws haben 1-1 gespielt, Alpha Banger hat 2-0 gewonnen. Bei Trügerisch stand auch noch früher am Spieltag auch jemand 2-0. Die wurden halt disqualifiziert, Avori. Innovation hat 2-0 gewonnen und Divine hat 2-0 gewonnen. Das heißt. Also wir haben 2-0 verloren, aber. Oder? Nee, hä? Warum steht da 2-0 für uns? Wir sind von 3-3 auf 3-5. Ja, weil das der dritte Spieltag ist. Ich bin Das ist verwirrt. Okay, nee, alles gut. Okay. einfach nur der dritte Spieltag, deswegen. Wir reden ja nur mit dem dritten Spieltag, Keine 5, nicht? da kann er wissen, dass wir am vierten verloren haben. Das weiß noch keiner. Aber das zeigt uns, wie spannend also wie gut der Spieltag für uns lief. Und man möchte jetzt natürlich gerade mit dem Main-Team auch daran anknüpfen und so und jetzt nicht sagen, boah, nee, keine Ahnung. Aber ja, wir freuen uns auf das Match und ich denke mal, es geht auch bald los. Ja, also freuen auf jeden Fall, klar. Also ich bin richtig hyped. Ich denke auch, also wenn ich das so sehe, glaube ich, zwei Teams gewinnen können. Ich habe auch gerade die Gegner kurz angeguckt, die spielen auch relativ viel Meta. Zumindest die Tops halt, was ich gesehen habe. Also Mitte, auch beide mitten übrigens sehr viel Syndra Games. Und Syndra ist wirklich sehr stark aktuell auch. Der Top-Laner hat, glaube ich, Mousesplit Aatrox vom Gegnerteam, der hat aber an sich sehr wenig Games. Und Jungle auch Maokai Jarvan. Bei uns war, glaube ich, noch ein bisschen mehr dabei. Ich bin jetzt auch nicht ganz sicher. Aber das sind ja so die Picks wirklich, Okay. ne? Also Maokai wird vielleicht sehr contested sein, kann ich mir vorstellen. Finde ich immer noch persönlich ein bisschen. Na, ich finde, eigentlich sind sie beide sehr gut als Blind Picks. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht irgendwas gebannt wird. Ich bin auch gespannt mit der Seitenwahl. An sich denke ich, dass Blueside besser ist und du die Prio-Picks sichern kannst. Aber wir schauen mal. Wer hat Seitenwahl in Game 1? Der Seitenwahl geht an Purple Emperor Lizards. Okay. Da sind wir mal gespannt, was dabei rumkommt.
Ja, auf jeden Fall. Sind wir mal sehr gespannt. Es sollte auch bald losgehen. Es ist jetzt 19 Uhr. Ich hoffe, die Teams haben beide auf Ready gedrückt, dass wir auch ein tolles Match. Das ist jetzt auch so der Punkt. Es geht hier um wichtige Punkte. Es geht hier um viel. Ist halt, wie würde man im Fußball sagen, ist halt so ein Sechs-Punkte-Spiel, ne? Es nimmst du. Okay, ich kann noch nicht mal joinen. Ja, ich bekomme wahrscheinlich gleich einfach einen Invite. Wahrscheinlich ist die Lobby einfach schon voll. Oh, ich kann joinen. Ha, ich kann mich reinsneaken. Es So. sind auch schon alle da, so wie ich das sehe. Also soll es auch bald losgehen. Also alle richtig pünktlich, 19 Uhr, bum bum, alle direkt rein. Die haben Bock. Alle sind da, alle haben Bock. Alle sind heiß, ich bin heiß, wir sind beide heiß. Vor allem, es ist so die Sache, wir können ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das Ziel war ja Playoffs. Und dann kam ein paar unglückliche Sachen. Alle, die auf Twitter waren, haben es vielleicht gesehen, wo man sagt, okay, mal gucken, ob das überhaupt realistisch ist oder ob wir das schaffen können. Aber natürlich möchte man es trotzdem schaffen. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, wir ändern jetzt unsere Ziele. Also, man möchte jetzt natürlich das Maximum rausholen und letztendlich wird man sehen, ob es reicht oder eben nicht. Und wir sind sehr gespannt, ob man heute ein Zeichen setzen kann. Das ist natürlich die, ja, wie sagt man, die ideale Gelegenheit dafür. Bin jetzt mal gespannt gleich auf den Draft. Wir gucken mal, wie er so die. Also, Blue Side für die Blizzards. In Germans. Ja. Also, wir haben es ja gerade schon angesprochen, das ist wahrscheinlich die Seite, die du favorisierst und du pickerst. Wir kriegen ein Draft-LOL. Und wir kriegen einen Draft, Leute, Dass Tatsache. ich das in der Prime League noch erleben darf. Ist schon. Ja, gucken wir mal, kriegen wir schon irgendwie hin. Was Wir anderes. schauen, dass wir das jetzt sehen können. Wir gucken dazu. Wie gesagt, Lizards Blue Side, aber man sieht es ja auch. Und True auf der Red Side. Ja. Und was hast du für Bands, die du vielleicht rausnehmen willst? Willst du Syndra vielleicht über Oriban? Willst du sagen, hey, Maokai rausnehmen? Also ich kann mir vorstellen, dass man auf Seiten von True vielleicht sagt, Ban Maokai, Ban Syndra. Toplaner wirst du wahrscheinlich noch nicht in der ersten roter Bahn und dann vielleicht noch irgendein AD Carry oder sogar Syndra und Ori oder Maokai und Jarvan. Ich bin gespannt. Aber ich denke, dass man da irgendwo ansetzen wird. Weil das sind wahrscheinlich die Prio-Picks, die du picken willst auf Seiten von den Lizards. So, perfekt. Ja. Interessant. So, wir schauen mal. Ja, gleich geht's auf jeden Fall los, Guys. Wir müssen mal gucken. Wir machen auch gleich wieder ein Tippspiel hier, denke ich mal. Also was ist das Tippspiel? Eine Wette, eine Vorhersage. Wer gewinnt? Ich weiß jetzt nicht, ob wir auch Leute vom Gegnerteam im Cast haben, im Cast sage ich schon, im Twitch-Chat. Wie die letzten Male, bei InSpot hatten wir ein paar Leute dabei und ich weiß gar nicht mehr, bei anderen waren es glaube ich auch von den Gegnern ein paar. Ja. Ist natürlich auch sehr interessant, wenn nicht immer alle fürs gleiche Team voten, dann ist es auch mal spannend. Oder wir haben Mafflo im Chat, der immer für die Gegner votet, ne? Das ist Das geht natürlich ein natürlich Vorteil, auch. wenn man so jemanden wie Maflo hat. Eran Maflo. Aber schauen mal. Draft LOL, dass ich das noch erleben darf in der Prime League, in Div 5. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass es Div 8 oder irgendwie sowas ist, sondern es ist halt Div 5. Das wird. So. Geht auch sofort los. Ja, also. Es scheinen einfach nicht alle Leute alle Champions zu haben. Was mich auf dem Niveau wirklich extrem wundert, ehrlich gesagt. Schon sehr, sehr selten. Es fängt übrigens mit einem Fiora-Ban an gegen unseren neuen Top-Laner. Und dann gucken wir mal, was jetzt. So, ich sehe es gleich. Xeris-Ban haben wir. Okay.
Also Xeris wird gebannt von True. Cassiopeia-Bann von den Lizards. Nocturne-Bann von True. Ist jetzt sehr interessant. Ich hätte ein bisschen was anderes erwartet. Ja. Jetzt bannt man Jarvan. Ich bin gespannt, ob jetzt einfach der Maokai rausgenommen wird. Oder es dann läuft. Also, gute Frage. Ich denke schon, dass Maokai rausgenommen wird. Ehrlich gesagt. Würde mich sehr stark wundern, wenn das jetzt nicht passiert. Aber vielleicht sagt man auch irgendwas anderes ist. Hat man mehr Respekt vor, will man nicht gegen spielen. Ich meine, es gibt ja genug Fastpicks, die du auf Plus halt picken kannst. Es kommt der Maokai. Gut, das finde ich gut. Und jetzt gucken wir mal, was Fastpick kommt. Ob man AD Carry pickt, ob man noch einen anderen Jungler hat. Oder ob einfach direkt die Syndra reinkommt. Und die. Ich habe es eben gesagt, von beiden Mittlern, glaube ich, der meistgespielte Champion aktuell auch extrem stark. Und auch ein gutes Matchup gegen Ori in der Mitte. Also sollte auch schon mal gut sein. Ich bin gespannt, was in Syndra reingepickt wird. Mich wohl hat auch eben ein bisschen der Xerxes-Bahn gewundert und halt der Nocturne-Bahn. Ich weiß nicht, ob man vielleicht sagt, man wollte Azir spielen wegen Xerxes-Bahn oder ich weiß nicht. Es kommt jetzt die Talia, ist natürlich noch ein Flex-Pick. Ja. Darf man nicht vergessen. Würde ich jetzt tendenziell erstmal in die Mitte schieben von dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Spiele, ja. Ne? Ich habe ja, meistens hat ja unser Jungler mehr so ein bisschen die Supportive Jungler gespielt. Aber wir gucken mal, was noch dazu kommt. Ob man jetzt ADC pickt, ob man da was securen will. Caitlyn, Jinx. Aber die kann man da auch noch traden. Ich weiß halt nicht, ob eins jetzt sehr viel befürwortet wird. Oder Jhin, okay. Also Jhin Blindpick finde ich sehr interessant, also sehe ich eigentlich schon lange nicht mehr gesehen. Aber ist kein schlechter Blindpick an sich. Direkt Kassante rein, absolut das Beast auf der Top-Lane aktuell. Ja, ich finde auch. Unfassbar. Okay. Und Senna auch wieder richtig in die Meta gerückt, also mit Tahm Kench sehr gerne kombiniert, super stark, Fasting Senna auch aktuell. Ich finde den rechten Draft sehr interessant, weil ich finde den linken bis jetzt richtig krass, ehrlich gesagt. Mal gucken, was jetzt mit Jhin kommt. Also man hat halt so ein paar Engage-Supporter, noch ein paar Playmaker. Thresh ist schon Blitzcrank an sich ein ganz guter Pick into Senna. Du musst jetzt ein Botlane gewinnen gegen Senna, ne? Jo. Bin ich gespannt. Jetzt mal gucken, was mal rauskommt. Ob man jetzt, man hat, also ob Tahm Kench vielleicht gebannt wird von uns. Da ist er raus, weil ich glaube, das wäre jetzt auch komplett treu gewesen, den laufen zu lassen. Ja. Aber Blitzcrank kann halt noch halbwegs gut mit dem klarkommen, weil er das Schild halt destroyen kann. Aber Tahm Kench, Senna will es glaube ich nicht durchlassen. Ich bin gespannt, was man mit Senna part, was da kommt auf die Botlane. Auf der anderen Seite baut man jetzt so ein paar Top-Lane-Champions noch, also Renekton kommt raus. Ich weiß nicht, ob die noch Aatrox rausnehmen oder irgendwas anderes. Ich glaube, Aatrox hat unser Top-Laner gar nicht viel gespielt. Ich habe es jetzt nicht ganz auf dem Schirm. Renekton ist halt so ein Ding, der kann die Lane gewinnen, aber ich glaube aktuell... Es ist einfach der beste, das bessere Spiel mit die Lane und nachher ist Gesandt einfach stärker. Ja. Cho'Gath raus, also Cho'Gath Thunder, okay, Thunder, okay. Ori noch gebannt gegen uns. Ist ein solider Bann, denke ich mal. Ist einfach ein sehr, sehr starker Champion aktuell in der Midlane. Syndra kommt da zwar ganz gut und klar, aber trotzdem ist, glaube ich, auch schön, wenn du die aber nicht gegen dich hast. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht einen Nico picken, ob es bei Talia bleibt. Ja. Es ist halt nicht sicher. Dafür habe ich zu wenig gesehen, dafür kenne ich die Jungs leider zu wenig. Aber ich würde jetzt erstmal tendenziell die Talia in die Mitte schieben. Es wird jetzt wahrscheinlich eh Top-Lane gepickt. Poppy gegen Cassante, okay. Ich glaube, gegen Cassante ist das fein, das ist gut. Du kannst den richtig blocken. Ich glaube, gegen die anderen Champions ist Poppy aber jetzt auch nicht so geil. Das ist halt wirklich ein spezieller Counter-Pick gegen Cassante, denke ich mal. So fühlt sich zumindest an, wenn ich das auch sehe. Und jetzt bin ich extrem, also bin sehr gespannt, was jetzt mit Senna zusammenkommt. Und es wird noch ein Frontline Jungler sein. Muss es sein, dass du Senna gut spielen kannst, dass es Sinn macht. Und ob man jetzt vielleicht sogar. Man kann stumpf Seraphim picken. Da bist du aber super anfällig, würde ich mit Blitzcrank oder nimmst du wirklich so einen Tank. Du kannst auch Trundle spielen. Also gegen Poppy und sowas, das kannst du es machen. Du kannst Jhin abbrechen in seiner Ult. Du kannst halt schon sehr nervig sein. Kannst dich das ist ja möglich. Du kannst ja mit Sages auch sehr gut synergieren. Oder ist es wirklich. Also, das finde ich jetzt krass. Es ist Senna. Also, Fasting Senna ist klar.
Aber halt nicht als wirklicher AD Carry, also schon. Also du hast einfach zwei ADC Spotlane quasi, ne? Du hast halt Senna dann als Supporter, sag ich mal, bist ja trotzdem quasi Fasting Senna. Ich wollte gerade sagen, mit Nila zusammen. Ich hätte mir auch die Syndra auf Board vorstellen können, aber ist die Nila geworden, finde ich gar nicht mehr so schlecht. Finde ich interessant. Ich finde das sehr interessant. Aber du hast auf jeden Fall nochmal mehr Threats, ne? Du spielst das halt über die Triple Threats jetzt, ne? Senna wird dann nachher auch sehr viel Damage trotzdem machen. Ist ja nichts anderes, als wenn sie Fasting Senna ist. Die kriegt da trotzdem relativ viel Gold durch ihre Passive und natürlich auch Stats einfach und Seelen, die es jetzt geben. Jayce kommt in die Mitte, das heißt, wir haben Talia im Jungle. In Kombination mit Poppy und Jayce ist sie ziemlich stark, kann sie sehr viel machen. Wenn die einmal draufkommen und in der Mitte, wenn die das hitten, dann sind sie einfach tot. Obwohl ich glaube, dass Syndra ein sehr feines Matchup haben sollte mit Jayce. Sie sollte, glaube ich, ganz gut klarkommen. Ich bin gespannt. Ich mag den Drop von der Lizard ein bisschen mehr. Ich bin bis auf die Botlane gespannt. Also ich weiß, dass Senna wieder sehr drin ist, vor allem mit dem Kench. Und ich weiß jetzt nicht, wie es mit den anderen Supportern aussieht. Ich hätte halt jetzt vielleicht einen anderen noch eher gesehen. Aber du hast jetzt halt Nila als ADC dazu gepickt. Ich bin sehr gespannt, wie es funktioniert. Weil du bist halt schon anfällig gegen Blitzcrank jetzt, gegen Blitzcrank Jhin. Aber du hast auf jeden Fall Push und denke ich mal, kriegst XP, das sollte fein sein. Scaling werden die Lizards definitiv gewinnen, bin ich mir ziemlich sicher. Also True will hier Action machen und muss das, glaube ich, auch. Ja. Weil sonst wird es nachher schwierig. Mal schauen, was passiert. Wir sehen jetzt gleich noch bei dem Draft, glaube ich, hier im Overlay, richtig? Ja, ich denke auch, ich hoffe auch. Kurz Champion kaufen. Eieieiei. Ganz wild. Also der Jungler muss ich erstmal gerade. Wen hat er? Siege, ne? Ja. Ja, wir schauen mal. Wir schauen mal. Aber True muss halt Action machen. True muss ahead kommen. Und das Game Snowball. Bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Ich bin vor allem auf die Botlane gespannt, auf das Matchup. Wir wissen ja, Yuri und unser Hilly Baba hier, unser auch Hilly, ne, der ist ja. Die sind ja insane, die sind ja wirklich gut. Die haben ja bis jetzt wirklich insane Wotlands gespielt. Das heißt, ich würde ihnen da auch vertrauen, einfach ahead zu kommen. Aber mal schauen. Und Will mal auf so einem Carry Jungler finde ich auch sehr interessant. Der muss natürlich Gold kriegen. Das ist der einzige AP-Pick jetzt, neben dem bisschen Blitzcrank Damage. Der muss auch ins Game kommen. So, jetzt sind auch alle sortiert. Wunderbar. Dann kann es gleich endlich losgehen mit dem richtigen, also mit dem was richtiger Draft, mit dem Draft im Klienten. Bevor wir dann bald ins Game hüpfen, haben dann natürlich noch ein bisschen Delay gleich. Aber ich hoffe, ihr könnt euch alle noch so ein bisschen gedulden. Wir haben bis jetzt übrigens die Hälfte ist durch von der Vorhersage. Es hat noch keiner auf den Lizards getippt. Heißt. Ja. Das ist. Ja, also, ich hoffe, dass wir auch Leute hier haben, die für die Gegner sind. Dass es vielleicht nicht ganz so einseitig ist. Ich weiß nicht, ob wir wen hier haben von denen. Ich weiß auch nicht, ob es eine Orga ist oder einfach nur ein einzelnes Team. Ich denke, es ist eine Orga. Mit dem Atomic dahinter. Ne? Also, vielleicht, ne? Ich denke mal, die wissen, dass sie gecastet werden. Ich überlege gerade, ob ich schon mal gegen eins gespielt habe. Ich glaube noch nicht. Ich glaube, die sind eher so in den höheren Divisionen unterwegs, also hauptsächlich in 4, 5 und vielleicht teilweise auch noch in 6. Weiter unten sieht man die eher wenig. Gibt es keine von den Lizards da? Tipp doch. Okay, ein. Okay, wir haben einen. Kriegen wir mehr als eins? Oder bleibt es bei einem? Ja, wir gucken mal. Wir gucken das mal, Game kann sich ein bisschen ziehen. Das Game kann sich ziehen. Übrigens, wir sind aktuell in der Situation, wir sind gleich bei 19 Minuten, bei 14 Minuten über Matchzeit. Das heißt, vielleicht für alle, ich kann nur mal erwähnen, gab es ja eine Regeländerung. Wenn jetzt ein Team die DC haben sollte, dann wird es die Zeit, die sie länger brauchen, direkt von deren Pausenzeit abgezogen. Hoffen wir mal, dass das nicht passiert. Aber ja, es ist interessant, ist aber auch schon eine okay Regel. Muss man sagen, weil das ist halt sonst einfach unlucky.
Ja, in dem Fall ist es halt einfach so, weil man eben Pro gedraftet hat und. Ja. Ich finde auch, also ich muss sagen, farblich passt von unserem Team, die Farben von den Champions passen besser zusammen, finde ich. Ja, finde ich das auch. Das geht besser übereinander. Aber sonst finde ich den anderen Draft echt gut. Ich war richtig heiß jetzt gleich ins Game, aber wir haben ja immer noch einen Delay. Ja, wir müssen noch sehr lange warten. Ich war auch gerade schon so, oh, gleich Delay vorbei. Moment mal, das war ja Pro-Draft, wir müssen noch den richtigen Draft machen. Und dann kommt erst der Delay. Na also, super. Wir haben noch Zeit. Ja, mittlerweile heißt es übrigens, alle außer der Supporter haben True davor. Das ja? ist auf jeden Fall schon mal nice. Immer mehr, also selbst der Top-Laner schon. Ehre, ja. Richtig gut. Krümelmonster BC, vielen Dank für deinen Follow. Und übrigens Lena Leg vor 7 Stunden, vielen Dank für dein Follow. Heute Mittag um 12, okay. Ja, man kann auch folgen, wenn du nicht live bist, ne? Das aber finde ich super. Ist das nicht. Ich guck mal. Ja, was denkst denn du? Also welcher Draft gefällt dir besser? Was denkst du, ey, die höhere Wahrscheinlichkeit hat zu gewinnen vom Draft her? Ich bin noch am überlegen. Also ich mag unseren Draft tatsächlich sehr. Ich denke mal, er hat ganz gutes Potenzial. Ich habe Angst vor dem Kasante, ehrlich gesagt, weil ich habe da die letzten Tage einiges Tolles gesehen. Aber ansonsten, das heißt dann schon, wenn man irgendwie gespielt hat, irgendwie gesagt, okay, Kasante, wir bannen einfach Kasante, weil OP, so. Aber ansonsten, nee, ich bleib dabei. Ich mag den Draft von True besser. Man hat ich glaube, man hat eine gute Antwort in den Kassante gefunden. Oder ich hoffe es einfach mal. Ich denke, er weiß, was er tut. Ich finde auch Jace und Jhin sehr geil. Gibt dir so ein bisschen Range. Du hast so ein bisschen den Poke. Du hast auch Senna, die so ein bisschen die Range matchen kann. Aber das ist halt nur und Senna. Und auch gegen den Poke heilen kann. Ja. Aber das ist halt nur die Senna, ne? Vanilla kann da nicht viel machen. Ne? Du hast aber, muss aber sagen, also. Mir gefällt der Rough Links persönlich ein bisschen besser. Ich finde, es ist einfach, sieht ein bisschen einfacher zu spielen aus. Rechts, du musst halt Headcount, Talia muss halt Kills haben oder Jace, die wollen halt, die müssen halt Headcount, Jhin. Du musst halt die Plays machen. Also es kann funktionieren auf jeden Fall. Ich finde es aber links einfach ein bisschen einfacher, ein bisschen mehr straightforward und nachher kannst du einfach die Dinger gewinnen. Ne? Ja, gucken wir mal. Also ich Tendenz eher Richtung die Lizards von Draft her. Aber. Wir schauen mal. Ich finde die Drafts auch sehr interessant. Also der Senna-Pick, also du wolltest halt Sinra securen, dann wolltest du Kassante securen und dann hast du Senna secured, aber den Tam Kenshi dazu gepickt, weil du halt die auf 3 secured hast. Fand ich sehr interessant, dass man das so gemacht hat. Und dann auf der anderen Seite fand ich die Antworten auch relativ interessant. Vor allen Dingen der Jhin Blind Pick dann Bolden, fand ich extrem interessant. Aber vielleicht ist es ja auch wieder so ein Yugi Special, weil wir letztes Mal den Twitch gesehen, obwohl es halt immer ein Blind Pick war. Wir schauen mal. Also wir sehen so ein bisschen was Neues, auch mit der Talia, glaube ich. Ich glaube, die hatte Will auch noch nicht gespielt. Und wir sehen neuen Top-Laner. Also wir sehen schon ein bisschen was passieren. Aber ich sag mal, wenn ich in was Vertrauen habe, dann in unsere Botlane eigentlich. Und die Blitzcrank und die Jhin, der Blitzcrank und der Jhin, wenn die da Action machen, also die wenn die da für Catches gehen und Leute finden und das Team Head bringen, dann kann das richtig was werden. Ich denke auch. Also Talia wird runterpassen, alles andere macht für mich keinen Sinn. Und dann Botlane und Midlane ballern. Das will ich halt sehen. Aber wenn man das gut ausspielt, hat man hier auf jeden Fall eine gute Chance, das Game zu gewinnen trotzdem. Auf jeden Fall. Ich denke trotzdem, man hat die Möglichkeiten zu gewinnen. Obviously. Waiting for Spectator Delay. Wir warten auf den Delay. Und gleich sind wir drin. Gleich sind wir da. Meine Damen und gleich Herren. Sind wir drin. Wir laden in Game und dann sehen wir uns gleich wieder. So, man hat ja auch die Möglichkeiten, also ich denke mal, man kann auf jeden Fall mithalten und ich denke, man hat auch ganz gute Chancen, hier nach vorne zu spielen. Also early auf jeden Fall, also du bist halt, und das solltest du auch machen, also du musst halt nach vorne spielen mit dem Team, du willst halt was machen, du willst für Catches gehen, du willst für Poke gehen, du willst early die Gegner matchen, du willst die Objectives haben, du willst das Game voranbringen.
Ja. Du willst halt nicht, dass die Gegner scalen können. Man muss auch dazu sagen, auch hier vielleicht an dieser Stelle nochmal Glückwunsch an unser Mid und unser ADC. Die letzten Tage im Master gated, ist auch ziemlich cool. Ich wusste gar nicht, dass unser Supporter 400 LP Master ist, oder? Ja, das ist crazy, ne? What the heck? Also der ist schon fast Grandmaster, oder? Wie weit muss er da noch? Also das ist auf jeden Fall nicht mehr weit, denke ich. Unser persönlicher Heli. Ja. Ich nenne jetzt nur noch Heli. Hill, weil Berela, ja. Heli, das passt schon. Ich hoffe, er ist damit einverstanden, sonst muss mich irgendwer korrigieren hier im Chat. Wenn das falsch ist, wenn man den nicht so nennen darf. Ich will ja auch niemanden angreifen. Und die Gegner haben auch der Pudding, ne? Finde ich auch interessant, der Name. Ja, auf jeden Fall. Der Pudding. Mal gucken, ob der wie Pudding einfach zermatscht wird. So. Wir sind im Ladescreen, wir sind gleich drin. Kann man hier irgendwas Interessantes sagen? Grass gegen Grass auf der Top-Lane. Nila mit Conqueror, Senna mit Fleet, Jhin mit Fleet, Blitzcrank mit Glacial Augment, Midlane natürlich, wer hätte es anders erwartet, First Strike gegen First Strike, Talia natürlich auch mit First Strike und Sejun und einfach Aftershock mit. Also eigentlich alles nichts Besonderes. Gucken wir mal, wie das läuft. So, wir sind noch in-game. Wir sind in-game, also wir droppen da jetzt sofort rein, es geht los. Ihr seht hier dieses geile Intro. Hin und her, wupp, wupp, also ne, wie eine kleine Achterbahnfahrt hier. Wir sehen die Gegner. Ja, hoffentlich die Verlierer dieses Games. Ja, also das steht eigentlich schon fest. Ihr wisst ja, die Prime League betrügt gerne mal. Also das ist ja seit diesem Spieltag sehr bekannt. Ja, wir gucken mal, man geht Botside da direkt ein bisschen rein, guckt. Man hat den Treebush aber gewardet auf Seiten von den Lizards. Beim Blitzcrank will es natürlich auch gerne von Hook gehen. Ne? Man wird hier gespottet, man nutzt auch den Sweeper und holt sich direkt ein bisschen Gold. Ich bin jetzt nicht sicher, ob der den Midlaner was aufgekriegt hat. Vielleicht um Early Level 2 zu kriegen. Auf der ersten Wave. Wir gucken wieder mal. Technical Difficulties. Ja, da kriegen wir schon gleich hin. Wir haben jetzt erstmal hier die Timeline. Müssen wir gleich mal kurz einmal herauskriegen. Wir sind einmal rausgetappt. Lara fixt das gerade alles. Und dann geht's gleich weiter. Mit diesem tollen Game. Ich kann euch aber schon mal sagen, das ist hier schon. Es wird schon ein bisschen getradet. Poppy gegen Seju. Jetzt sind wir auch. In-game wieder. Ist auch noch nichts abgegangen, also wir haben nichts verpasst. Ne, nur der kleine Trade. Jhin hat den CS gekriegt von dem Ward. Der ist schon mal unendlich mal, hat schon mal unendlich mal so viel CS. Oder noch mehr. Wie der gegnerische ADC. Und das schon mal ein Win auf unserer Seite. Jetzt gucken wir mal, ob unsere Botlane wieder zerstört. Oder ob die Gegner dagegen halten können. So, bis jetzt sehen wir nur die Botlane. Wir sehen, dass Talia auch oben gestartet hat. Seju auch, also Seju beantwortet das, es macht auch nur Sinn, du willst halt eine Botline da nachher Shadow und du willst da runtergehen. Oben ist einfach das Matchup, Poppy sollte da fein sein. Die ist halt einfach nachher dafür da, den Cassante die ganze Zeit zu blocken. Und dann gucken wir mal, was jetzt genau, ob da gleich unten Action passiert oder nicht. Botline aber ganz gute Trades auf den Jhin von den Lizards. Und Midlane, die sind dran mit dem Trade, hittet die QE aber nicht. Läuft alles noch gut. Und Jace kann sie jetzt von den Minion vielleicht wegzauen. Kriegt einen guten Trade drauf.
bis jetzt alles ganz ruhig. Ich bin gespannt, wenn das erste Objective spawnt, wie man sich dann verhält, wie man das prepared, wie man dafür spielen will. Ich meine, gerade dann, wenn man die Prio kriegen sollte und die Gegner reinlaufen wollen, kannst du halt mit dem Blitzkrieg dann für Catches gehen, wenn jemand Face checken muss, wenn jemand rein muss irgendwo. Wir schauen mal. Weil hier jetzt unten an der Siege ist natürlich auch unten. Jetzt wird man sich hier treffen. Blitzcrank muss aber die ganze Zeit mit rein, lässt die Siege auch nicht reinkommen. Also Talia kann sich da in Ruhe die Krabbe nehmen. Und Jace tankt da einen Turmschuss, das ist ein bisschen viel gewesen. Vielleicht. Und jetzt guckt Siege vielleicht Midlane für was. Oh. Findet die Talia? Da gibt es einen kurzen Trade, aber das sollte es eigentlich schon gewesen sein. Und Jace kriegt den Base. Der Jace kriegt den Base. Guter Reim, ja, ich weiß. Wir schauen mal, Blitzcrank roamt schon mal Richtung Mitte. Der guckt schon mal, okay, wo kann ich jetzt was machen? Jace tippet, rennt wahrscheinlich unten dadurch. Genau richtig. Und dann kann man mal schauen, ob man die Sinner nochmal vielleicht catchen kann. Er läuft aber, glaube ich, über ein Ward. Wenn ich es richtig gesehen habe. Pinkt aber schon Richtung Mitte, ist jetzt auch da. Und das wird jetzt sehr gefährlich für die Syndra. Und vielleicht schon der erste Killpoint. Wir gucken mal. Und First Blood für Jace. Schön gemacht. Auch ganz ruhig geblieben vom Blitzcrank. Einfach nur weiter hinterher gerannt. Nicht den Hook einfach rausgehauen. Jetzt muss ich TP'en. Das heißt, das ist schon mal even. Und das auch ohne den Lost Chapter natürlich. Also es ist natürlich schön, direkt ein First Blood zu kriegen auf den Jace. Wir haben gerade eben noch angesprochen, wie gut unser Supporter ist. Schöner Roam in die Midlane. Und direkt das, den ersten Kill für Jace secured. Mal oben weiter. Da passiert gar nichts, ne? Da passiert natürlich nichts. Unten ist man immer noch even. Mittlerweile hat man halt den Kill. Aber es ist schon mal ein guter Ansatz, ein guter Anfang. Der Drake ist jetzt ab. Vielleicht eine Chance, irgendwas zu machen auf Seiten von True. Wenn man jetzt sagt, hey, wir nehmen den Drake oder wir kriegen vielleicht einen guten Fight. Und Talia ist jetzt auf dem Weg. Hat oben geklärt. Könnte vielleicht noch für, auf Syndra für was gucken. Syndra hat natürlich noch den Flash. Wo Syndra mit dem Solo-Kill auf Jace. Blitzcrank ist wieder in Mitte. Das wird ein Kill für Talia. Hoffentlich für Talia, ja genau. Also man kriegt ja ein 1:1, aber Jace wird da, bevor sie das Play machen können, Solo-Kill von Elisandra. Von der Syndra. I'm sorry. Flash für Flash ist getradet. Und Cassante mit einem starken Trader auf die Poppy. Also man sieht, wie stark der Champion ist. Und selbst in der Poppy W kannst du selber drauf wehen. Ne? Ja. Aber bei uns, ich glaube, die beiden Member, die Kids haben sollen, wollen, die haben welche. Man hat Jace, man hat Talia. Ne? Also die beiden und Jin sind halt die, wo die Kids drauf haben willst. Natürlich. Man wollte auch Syndra auch Kills haben. Auf den beiden Botlanern. Ja. Da kann man mit leben. Cassante jetzt mit dem Player auf der Toplane und dem Solo-Kill. Ja, gut. Wir haben drüber geredet. Der Champion ist ziemlich krass. Und ich hätte jetzt gedacht, dass Poppy ja ein bisschen noch besser sogar gegen klarkommt. Ich glaube, später verliert sie noch härter. Ja. Vielleicht ein Hook da auf die Senna. Super Hook. Und das sollte eine Talia-Kombo und ein Kill sein. Und beide wurden gekombot. Aber dann nochmal, wird das hier, das wird jetzt zurückgefightet hier. Der Blitzcrank wird sterben an der Seju. Also da hat die Senna länger gelebt, als ich dachte. Ich dachte, da hat man mehr Schaden. Dann kam die Nila Ult noch. Oh. Und jetzt verlieren mit der Combo. Nein. Okay. Es scheint vorbei zu sein. Jace noch mit der. Okay, jetzt ist vorbei. Jace kriegt noch einen Kill auf den ADC mit der EQ über die Wand. Im Endeffekt war es ein 1:1. Obwohl ich gedacht hätte, dass es eigentlich ein kleines 1-0 von uns wird. Hat noch ein bisschen der Schaden gefehlt. Auf die Senna. Ich sagte ja, auf einem Item ist das nicht mehr so.
Midlane ist wieder der Blitzcrank. Und die Syndra, die wird hier wirklich gesucht, ne? Also, die kriegt's von allen Seiten. Das macht man schön. Die hält man richtig schön klein. Jetzt für eine Solo-Kill gekriegt, aber sonst hat die einfach keinen Spaß. Brave ist drin, Syndra kann TP, die muss da wieder ein bisschen was droppen. Das ist halt genauso, wie du es möchtest. Also, wunderbar wirklich von unserem Supporter um die Mitte gespielt auch. Das macht ja wirklich insane. Also Blitzcrank bis jetzt hier mein absoluter MVP bis jetzt in dem Game. Super Performance. Wir sehen auch hier direkt zwei Member von True ganz oben mit dabei, auch wenn es da recht wenig ist. Aber gerade in der Mitte ist der Lead sehr groß. 500 Gold so early ist jetzt nicht allzu wenig. Ja, auf jeden Fall. Er hat die Kills gekriegt. Das ist auch schön. Also es ist auch schön, wenn du da so ein gutes Matchup in der Mitte hast. Du kannst nachher dann für alle möglichen Objectives halten. Ich bin gespannt, ob man das jetzt dann wirklich dann auch in was umwandeln kann. Der nächste Midlane-Gang, diesmal von Talia. Syndra kann die Leute einmal wegkicken, die wird jetzt auch wieder sterben, die hat keinen Flash. Die wird jetzt permanent abholen, das finde ich ist richtig super gespielt. Die wird bestraft, Blitzchen kommt Mitte. Aber sie hat kein Flash, Blitzchen kommt Mitte. Dann Talia kommt Mitte. Eins nach dem anderen, einfach rein da. Da kannst du auch nicht gegen Warden, wenn auf einmal so eine Talia Ward hinter dir kommt, bist du halt einfach am Arsch. Ja, du bist einfach dead. Also wirklich, das ist schön gespielt. Das finde ich super gespielt. Um den Jace rum. Jace, Talia. Beide insane im Game jetzt. Das ist halt genau, wie du das haben willst. Botlane ist even. Aber also Blitzwing ist so oft weg. Kriegt so viel auf der Map dafür. Und Jhin hält da easy gegen. Ist sogar im CS ein bisschen ahead. Was will man mehr? Ja. Also wir haben es auch ein bisschen early geiler, im Chat wird es auch gesagt, so gerade die kommt von True. Wenn Top fett wird, wenn Jungle fett wird, du, als Pokémon kann das sehr schwierig werden. Weil die werden halt super tanky. Ja, definitiv. Also Cassante ist immer noch ein kleines Problem. Und wenn es zu lange geht, Senna scaled und Syndra scaled extrem gut auch. Also wenn die ihre Stacks nachher voll kriegt und drei Items hat, dann ist sie halt ein absolutes Monster. Dann one-shottet die jeden, außer vielleicht Poppy. Und das ohne Ult. Aber wir gucken mal, weil bis jetzt läuft ja eigentlich alles super. Wir sind jetzt 1.500, fast 2.000 Gold ahead. Man hat jetzt einen Herald an die Gegner ein bisschen Herald gekriegt. Jace jetzt übrigens auch mit dem Item. Und jetzt auch Talia, also die haben jetzt beide erstes Item fertig. Und genau jetzt hast du halt den Spike. Jetzt sagst du halt, okay, die Gegner haben noch nichts. Genau jetzt willst du halt spielen, jetzt willst du fighten, jetzt willst du was forcen. Jetzt ist natürlich kein Drake-Up und kein Herald. Der Drake kommt aber gleich und den willst du nehmen. Den willst du auf jeden Fall nehmen. Da willst du für spielen. So, das könnte ein guter Hook sein auf die Mila, aber reicht nicht. Schade, aber schon mal gut. Man sieht, die Hooks werden verkettet in unserem Heli. Ich weiß nicht, ob da unten Div 7 steht. Ich glaube, das ist noch eine fehlerhafte Anzeige. Div 7, wo steht das denn? Da unten in der Ecke. Ja, Guys, lasst euch nicht irritieren. Wir versuchen euch hier noch wieder zu verwirren. Ja, wir kontrollieren nur, ob ihr uns kontrolliert auch, ne? Ob ihr auch richtig hinkommt. Genau, das ist alles Absicht. Wir werden es natürlich anpassen, keine Sorge. Wird geändert, wird überarbeitet. Und der Drake spawnt in ein paar Sekunden. Und das sollte auch dann unser Drake sein. Die Botlane Base auch. Siege ist oben. Also da, den müssen sie auch abgeben. Können sie nicht machen. Item Power Spikes auf Mitte, auf ADC. Da sind wir einfach zu ahead. Das kann man aber nehmen. Kali hat den Drake secured. Ist ein Inferno Drake. Die 3 oder 4% zu, ich glaube, es sind 3% AP und AD. Die nimmt man liebend gerne mit. Die das merken, wenn ich Def 1 einschreibe. Aber wenn das vorher ankündigt, dann wahrscheinlich schon. Okay, ja, das ist ein Argument. So, Cassandra geht wieder Topline. Und der ist halt, das ist ein Tank, ein Assassin. Ach, ist er alt auf einmal. Ja, irgendwie schon, ne? Das ist halt schlimm. Das ist ja halt ganz schwierig. Und wenn er keinen Bock mehr hat, dann ulti einfach mit irgendeinem Member, wenn er 1 gegen 5 ist, raus und tötet den. Naja, was wird zu machen? Aber bis jetzt ist ja noch alles im Rahmen. Und es sieht ja gut aus für uns.
Wir sehen auch die 1-4, also 4 Tode sind da. Ne? Und mal gucken, ob sie sich austilten lässt. Blitzcrank mit dem Ward, mit dem Deep Ward, die 2 Wards. Sogar around Midlane. Also da kann Cetro von unten erstmal gar nicht kommen. Kann nur von oben eigentlich aktuell ganken. Aber das weiß Jace natürlich auch. Wird sich da passend hinstellen. Jetzt weiß man auch, dass Cetro da unten ist. Weil er wurde, glaube ich, gerade die Pflanze aktiviert. So, was ist das nächste Objective? Der Herald, ne? Oder ja. Wo kommt der ab? Da haben wir 2 Minuten 26 und eine Minute später kommt der Drake ab. Und jetzt hast du halt wirklich immer noch, kannst jetzt immer noch fighten. Irgendwann wird auch Sinner den Spike haben, aber du bist halt aktuell in Mitte und Jungle zu Head. Unten noch ein Kill für unseren Yuri. Hab ich jetzt gar nicht gesehen. Jetzt ist der ADC auch on the board. Die Senna ist tot, hat auch geflasht und geheilt. Man selber hat anscheinend Flash und Ignite benutzt vom Blitzcrank. Aber da sage ich immer ja zu, man hat noch Hexflash unten. Die Gegner vielleicht sitzen Harold in der Mitte, kriegen einen halben Turm, aber es waren keine Playdings mehr, nix. Also gar nicht dramatisch. Das war so ein, ja, irgendwo muss er ja hin, Harold, ne? Packen wir einfach Mitte. Ja. Hat auch nicht mehr so viel gebracht. Wir kriegen sogar noch XP oder was es ist vom Harold im Gold, das wir getötet haben. Da sagt man nicht nein zu. Nimmt man mit, alles in Ordnung. Ja, er hat recht, die Syndra wird wahrscheinlich den meisten Damage haben dann mit den ganzen 9000 True Damage, den sie da austeilt. Ja, die kann, das ist schon. Ne? Ist insane, ne? Also Syndra mit Level 1 schon 9999 True Damage. Ich weiß gar nicht, wie wir die Firma töten können. Ja, irgendwie ich schon. Ich dachte, ne? Die One-Hitte die hin. Also True möchte jetzt das Game natürlich so ein bisschen an sich reißen und machen sie ja auch schon. Ja, du willst auch beschleunigen, ne? Da jetzt noch eine Minute auf Harold. Jetzt geht Jace vielleicht wieder runter, könnte dafür ein Play gucken, könnte die Wards placen. Talia ist auch schon auf dem Weg nach unten. Die Reaver's Wall ist noch nicht wieder ready. Luba für Jace ist da. Poppy ist im Farmer dafür noch sehr gut dabei. Also ich dachte, nach dem Kill habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, aber es läuft ja ganz gut. Ist natürlich jetzt ein Level behind. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein ganzes Level ist, ob sie gleich auch umschlägt, aber es sind Fups und CS. Da kannst du, glaube ich, sehr gut mitnehmen. Und Talia, die wartet unten schon. Die wartet auf den Blitzcrank-Code. Und da wird jetzt was probiert. Und die Lila, die wird jetzt sterben. Der Jinchos hittet sie. Cetro wird da oben auch nichts machen können, die kann froh sein, wenn sein Leben rauskommt, gut über die Wand, flüchtet. Und da waren wieder 9999 Damage. Und sind wir nicht mal da. Also. Ja, auf jeden Fall. Also ich fand, wir hätten vielleicht sogar für mehr gehen können. Vielleicht den Hook aufheben. Ich glaube, das ist fein. Ich glaube, das ist fein. Ja, also ich denke mal, den Kill nimmst du mit, du kannst dann gleich den Drake securen. Bist wahrscheinlich. Und Top Lane. Ist halt Top Lane so. Top Lane wird halt ein bisschen gefightet, ist egal. Es ist wenn die dann dabei sind bei den Fights, dann wird es nicht mehr egal. Aber bis dahin ist es erstmal egal. Wir gucken mal. Ich glaube, Sindra traut sich jetzt auch nicht mehr so viel in der Mitte. Also die wird ja jedes Mal... Also... Ich habe schon ein bisschen Mitleid, muss ich sagen. Ne? Jetzt spielt man hier auch für den Herald, wie es aussieht. Aber Cassante ist halt da. Base jetzt aber auch. Die Portland moved hoch. Könnte er vielleicht für einen Hook gehen, aber... Ich weiß nicht, ob du den hooken willst. Ja, das ist halt niemand anders in der Nähe, ne? Ich glaube, zu dritt kriegst du trotzdem tot. Ja, das also wenn du den jetzt nicht zu dritt tot kriegst, dann wäre das schon, ne? Cassante hat den Blackboard aber abgebrochen, ist geflüchtet. Man nimmt sich den Herald. Und ich denke mal, danach wird die Bot in Richtung Mitte moven. Jace kann hochgehen mit dem TP und dann kann man einfach für den Black spielen. Ja. Wenn Jace überhaupt hoch muss, er kann die Wraith auch stehen lassen, weil die Cassante based. Und das macht man auch so. Mitte raus und weiter zum Drake. Jetzt kann man halt alles an sich greifen und genau das willst du auch machen. Und das sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Ja, Drake ist jetzt auch ab. Den wird man nehmen. Genau, wir können vielleicht nochmal den Gold, die Goldzahlen zeigen. Weil mittlerweile hat man ja wirklich, glaube ich, auf allen Solo, also auf dem Solo, auf dem Midlaner, auf dem Jungler, auf dem AD Carry, wollte man überall gut im Game sein. Also man sieht Mitte, Jungle, ADC und dann kommen erst die Gegner. Ja?
Cassante da noch ganz gut dabei. Der ist jetzt 6er Gold, 506er Gold für Poppy. Aber alle bei uns, die Geld haben wollen, die sind ganz oben. Und das ist eine super schöne Goldverteilung. Da kann man sehr gut mit arbeiten. Ja. Und ne, man hat jetzt zwar nur 2k Gold Lead, aber man hat ihn halt an der richtigen Stelle. Und man kriegt jetzt die Objectives. Von daher, denke ich, kann man zufrieden sein. Man muss nur halt weiter Gas geben. Ja, man muss es jetzt halt einfach, ja, wie sagt man so schön, snowballen mehr oder weniger. Ja, nicht den Fuß vom Gas nehmen. Also, ich glaube, man muss gar nicht mal so snowballen. Man kann einfach chillen, aber halt einfach nichts halt verlieren. Man gewinnt natürlich von alleine, wenn man erhält ist. Und wenn die ganz einfach das Spiel ruhig weiterspielen, dann gewinnt das auch, denke ich. So, gucken wir mal, Cassante, der respektiert das schon. Da deaktiviert auch die Pflanze, also man weiß jetzt auch, dass sie oben ist. Und, na gut. Den Chris hat schlecht gegankt, ne? Der hat seine E, der hätte sogar noch seine W gehabt, wenn er gewollt hätte. Aber braucht halt nicht mal. Der ist fein, der hat es ja sowieso gesehen. Und im Chat auch gerade gesagt, die Farm-Diff im Jungle ist natürlich huge. Generell ist gefühlt die Diff im Jungle ziemlich gut. Also die Sejo hat keine wirklichen Ganks hinbekommen. Nee, gar nicht. Also man hat halt... Wen hatte man denn abgeholt? Der Jace wird gesolo-killed. Kommt ja wohl auch gesolo-killed. Man muss ja länger Bills gegangen haben. Die kriegt einmal, ne? In dem... Das war auch kein Gank. Das war ja eher ein Gank von uns. Und Sejo war dann da. Und hat dann... Ne? Ja. Das war das Okay, man will hier wahrscheinlich für den Botlane, vielleicht für den First Town auf der Botlane gehen. Den wird man wohl jetzt auch securen. Den haben die auf jeden Fall. So, ein bisschen Gold zurück bei Minute 20 First Turret. Ich wollte gerade schon sagen, First Tower immer noch nicht gefallen, jetzt aber definitiv. Ja, es ist noch relativ slow, das Game. Und es ist auch noch nichts entschieden, ne? Also klar sind wir in einer guten Position, aber wir dürfen das nicht vergessen. Wenn die Gegner hier ganz in Ruhe weiter scalen können und das bei 1500 Gold die bleibt und sich nicht verändert, dann freuen die sich halt immer mehr, ne? Wird halt immer besser. Wird auch nicht schlecht. Da haben wir sogar den Turm gekriegt. Das könnte hoch werden, aber Center ist Base. Schade. Ich weiß gar nicht, ob wir ihn durchgekriegt hätte von Max Range, oder ob man ihn nicht mehr hatte. Ich glaube, man hat hoch. Ich glaube auch. Ich glaube, er dachte, er hätte noch mehr Zeit, bis Shin rankommt. Oh, die Seju Ult in die Mitte und da sollte ein Kill für Syndra sein. Das ist ein wichtiger Kill für Syndra. Ja, so ein schönes Shutdown da, die halt so ein bisschen Gold kriegt. Ich weiß nicht, wie viel Shutdown der wert war. Ich tippe mal auch so 200-300 Gold. Man macht es jetzt auch genau andersrum. Blitzcrank kriegt den Kill und jetzt kommt ein TP von Cassante. Der ist im 1 gegen 3 da. Ich bin sehr gespannt, was der da jetzt vorhat. Der ultet und flüchtet. Und muss da einfach flüchten. Und ist okay. Tot. Der wird gehuckt und ist tot. Der war in seiner All-Out-Form. Der konnte nicht viel weiter wegrennen. Jetzt kommt der Harold Bot Zeit von uns. Der erste Turm ist weg und es wird um die Tier 2 gehen. Midlane haben die Gegner auch den Turm genommen. Aber das war zu viel von Cassante. Da wollte er zu viel. Da haben wir, den haben wir von Free gekriegt. Den DP. Den Kill. Und der nächste Drake spawnt gleich. Sag mal nicht nein zu. Ja, der nächste Drake spawnt in 1,30. Shadow Flame jetzt auf Syndra. Der hat jetzt ihr zweites Item fertig. Jace ist noch am Stacken von dem Mana Moon, das zu Muramana wird. Midlane sollte jetzt wieder even sein. Ja. Das ist jetzt ein bisschen. Der Shutdown für Syndra, der tat jetzt wirklich sehr, sehr weh. Aber wir gucken mal. Jungle haben wir natürlich immer noch Huge Gold Lead. Das wird sich auch nicht so schnell ändern, glaube ich, weil das ist halt immens. So. Jace hat TP ab, spielt auch nicht oben für den Turm weiter, weil er weiß, da könnte was kommen. Man muss hier jetzt echt nichts riskieren, man sollte einfach die Plays nehmen, wo man weiß, man ist stärker und man kann es taken. Und jetzt wird runtergemoved. 35 Sekunden auf Drake. Und dann schauen wir mal. Das sollte unser Drake sein. Eigentlich. Ich bin gespannt. Wie viele Serien hat Zender? Das können wir auch mal nachgucken. Wir haben jetzt so 22 Minuten rum. Ja. Oh, da kommt ein Hook auf die Seju. Interessant. Die kommt aber einfach wieder raus. Jetzt muss man gucken, dass man da reinkommt. Talia mit der Wall blockt hier so ein bisschen, die Gegner davon in die Pit zu kommen. Jetzt laufen alle von oben rüber rein.
Und jetzt hat man halt den Spot und du willst da nicht reinrennen und dich vom Blitzkrieg gucken lassen. Das willst du einfach nicht. Du musst den Drake droppen. Man wartet noch ein bisschen. Ich finde, man lässt sich. Also, ich finde, da sollte man gar nicht drauf reagieren auf Seiten von Lizard, sondern einfach die Map weiter bespielen. Blitzkrieg Hook trifft nicht. Man hat, wir haben aber den Zollpoint jetzt. Ja. Es ist vielleicht nicht die beste Seele Chemtech und man hat auch keine so geilen Champions für Jace und Poppy, wenn sich da halbwegs drüber freuen, aber an sich gut. Aber man nimmt, was man kriegt. Ja, schade, dass die Gegner nicht reinkommen, sind wir im Fall. Ich glaube, deswegen hätte gut für uns ausgehen können. Jetzt auch vor allem mit den Talia, mit ihrem Voidstuff und schon Need is the Large Ward dazu. Also die geht auch auf ihre drei Items zu. Jace hat jetzt Muramana. Also das Item ist voll gestackt, die Träne. Und Jill auch schon auf dem zweiten Item. Ja. Ja, jetzt sind es auch schon 3k, also man hat es ein bisschen erhöht, weil wir waren ja bei 1,5 nach dem schlechten Fall, jetzt sind wir auf 3k hoch. Und das willst du auch. Also es muss, du musst es ja nicht komplett explodieren lassen, sondern du willst halt, dass es ansteigt. Du willst halt das Game Donny über Trudy immer mehr übernehmen. Ja. Aber jetzt ist es halt spannend. Wir haben 24 Minuten rum. Der Baron ist jetzt schon da seit 4 Minuten, man hat jetzt den Drake genommen und jetzt ist halt das einzige Ziel. Auf der Map. Darum wird es jetzt gehen. Und genau darum wird es gehen. Jetzt wird man Vision drumherum aufbauen, man wird gucken, ob man für Catches kriegen kann. Und wenn du dann mit Blitzkrieg den Jungle catch oder die Syndra, dann kannst du den forcen, dann kannst du vielleicht auch zum Beispiel noch turnen und kannst du auch wirklich was machen. Das ist jetzt, glaube ich, auch das Ziel. Für Vision gehen, für Catches gucken und dann den Baron secure. Und ich finde es schön, wie True das jetzt macht. Man hat es gesehen, es war lange recht even, aber jetzt kontrollieren sie auch die Vision, bauen Vision halt auch auf. Und schauen, dass sie die Objective Controller haben, als Team, was halt erhält ist. Ja, Will wartet doch schon auf das Wardstep, dass er direkt weggekommen und hört. Ja, Hilly wartet auch da mit dem, für die, auf die Hooks. Die gucken. Ja, das wird schon, der Herald wird schon gequestioned, Mark pinged, von den Gegnern. Also sind sie sich noch gar nicht sicher gewesen, ob da vielleicht irgendwer ist oder so. Der dritte Harold. Harold, also den Baron. Ja. Hat sich Harold gesagt, ja. Würde ich fühlen. Drei Harolds wäre sicher insane. Das wäre ziemlich cool. Nur noch Harolds. Kein Nashos mehr. Das wär's. Okay, ich glaube, das wäre langweilig. Ja, nee, die müssen natürlich gebufft werden, ne? Ja, was machen? Das kriegt der dritte Harold dann für Buffs. Wenn der charge, dann charge der alle Türme gleichzeitig an. Keine Ahnung. Dann gehen alle Türme kaputt auf der Map. Der dritte. Alle Gegnertürme so. Bumm. Nein. Eine Lane komplett. Ich glaube, das wäre insane. Ja, ich glaube, das wäre ein bisschen crazy. So. Push, push, push. Und weiter gucken für Vision. Jace ist unten, hat TP, Poppy ist oben. Und dann weiter geht Cassante. Man schaut jetzt, wenn jetzt hier die Vision so ein bisschen kontrolliert. Wir haben gerade darüber geredet, da denken wir, ja, wir geben euch mal die Chance, ein bisschen zu warden hier. Aber man muss ja auch nicht überstürzen. Der Lead ist jetzt nicht omega krass. Nee, wie gesagt, 3k, ne? Also nach 26 Minuten. Es ist nicht extrem viel. Du hast ein Lead, solltest auch mit der Combo haben. Ich glaube, es sieht auch, wenn man im Spielerischen sogar größer aus, als es eigentlich ist. Also man darf nicht vergessen, wie stark die Gegner als Team auch noch sind. Aber du darfst auch nicht vergessen, wenn wir einen guten Hook finden, dann kann der instant rausgenommen werden, ne? Wenn da die Nida, die Senna, die sind da gehookt werden. Dann kann dann halt sofort für uns ausgehen. Und Senna könnte jetzt da vielleicht gecatcht werden, der Nila. Der Blitzkrieg wartet da unten, aber da läuft leider keiner in die Richtung. So, man kommt auch auf die Map. Drake übrigens in 54 Sekunden. Und die Seju wird gecatcht. Die sollte sterben, die ist tot. Und das ist natürlich ein richtiges Scheiß-Timing. Wenn man jetzt den Nash vielleicht sogar bekommt, kann man danach auch für den Drake. Okay, das ist wahrscheinlich zu late, aber. Man geht direkt in Richtung Nash. Poppy ist schon da. Wardet noch was rein und dann let's go. Gib ihm. Wir sehen nur, wie die Scuttle einen Damage bekommt. Ganz viele Male einen Damage. Bin gespannt. Poppy wird die Gegner rausmachen wollen. Hittet die Cassante und dann muss man droppen. Das Feld ist da von Talia. Der Baron ist weg. Man hat ihn. Smite auf 139 HP.
Und der Drake spawnt jetzt gleich. Wir haben gerade darüber geredet. Er ist gerade gehighlightet. Ja. Ich bin gespannt, ob man. Man ist relativ schnell wieder da durch den Baron Buff. Das heißt, wenn du den nicht kriegst, willst du glaube ich einen Fight nehmen. Ich denke auch. Da kommt schon die Talia-Wand und das ist natürlich huge, ne? Die sind alle noch draußen. Keiner kann da hinrennen und du kannst halt nicht reinrennen. Wenn du vom Blitzkrieg gehofft wirst, dann stirbst du einfach. Außer du hast Gesandter vielleicht. Und deswegen stellt der sich auch schön nach da vorne. So, Seju. Also, den, wir haben den Drake. Seju wirft die Ult komplett daneben. Der hat auch noch und jetzt zwei. Haben wir einen tollen Fight hier. Also, Cassante muss raus, der hat zwei Leben nur noch. Seju wird da geblockt. Cassante wird oben auch abgeholt. Noch ein Kill für Talia. Und auch die Syndra musste flashen. Kommt dadurch aber raus, aber trotzdem, das war huge für uns. Also 3-0 Trade, 6-0 Talia. Wir haben den Drake gekriegt. Super schön Reavers Wall auch wieder von Talia. Und jetzt können wir es richtig snowballen. Ja, jetzt können wir einfach runterrennen. Ja, jetzt ist es 7 Khalid. Und das ist genau das, was du willst. Beide mittel in Türme genommen. Dann sind wir fast bei 8k. Gute Talias Gold an Jhin. Dann kommt unser Midlaner und der ist immer noch 700 Gold vor dem höchsten Gegner, vor dem Gegner Midlaner. Und Poppy jetzt auch vor Cassante, ist nicht viel, aber ist davor. Ja. Dann läuft. Perfekt. So wollen wir es haben und so wollen wir es sehen. Also jetzt ist es eigentlich nur noch eine Formsache, wie man so schon sagen würde. Ja, nächste Worlds, True und nimmt auf jeden Fall teil, denke ich. Auch, wir holen einfach, wir gewinnen. Aber Worlds sind nicht wichtig genug für True eigentlich. Das ist eins, was man True nicht teilnimmt. Wir sagen immer ab, weil wir True Cup und so ist wichtiger. Und Prime League. Und so sieht's aus. Ich spiele jetzt hier für Top. Ja, jetzt kommt es hier. Man nimmt die Knallpflanze, alle gehen hoch. Und jetzt, ja, mittlerweile ist die Poppy. Unten hat man ja schon den Tier 2 Turm. Jetzt geht man oben für den Tier 2 Turm. Seju. Und oh, da kommen ganz viele Kombos. Da kommt alles drauf geworfen. Also direkt zwei Killzüge. Der TP ist eine ganz unnützige Situation. Poppy muss auch direkt rauslöschen. Also da hat man sich so ein bisschen wegkommen lassen, ne? Dann kam die. Oh. Das sieht böse aus. Und das ist auch nicht gut. Der Jace stirbt da auch. An Cassante. Jhin wird auch wahrscheinlich sterben. Ich weiß nicht, ob er noch rauskommt. Sen hat auch gleich noch eine W. Und Autotex und Mikudi Slow. Ich meine, er kann ein bisschen. Okay, er hat immer noch Flash. Ja, oh, Cassante kriegt ja mehr Schaden von, als ich dachte. Aber das ist, ja, er lebt doch. Es ist halt Cassante. Also, das ist jetzt natürlich. Ja. Ja, 4.500 Gold, die hat man trotzdem noch, aber. Noch ein bisschen gestrowed. Da wurde man so ein bisschen off guard gecatcht. Sehr viel Gold abgegeben. Gegner wieder ein bisschen zurück im Game. Nehmen wir jetzt auch top noch den nächsten Turm anscheinend. Ich weiß nicht, ob wir sehen. Ja, also der ist auch noch weg. Also wir waren gerade bei 7k, jetzt sind wir noch bei 3k. Ja, also wir sehen es auch, 700 Gold Baron Powerplay, ja. Man hat ein bisschen was davon gedroppt, von dem, was man hatte. Der Lead geht ein bisschen zurück und jetzt wird das Game vielleicht entspannt. Elder kommt nämlich bald ab und das ist wahrscheinlich der Fight, der das Game so ein bisschen entscheiden wird. Da werden die Gegner als Notfall slippen und jetzt haben sie halt nochmal eine wesentlich höhere Chance, da was zu machen natürlich. In dem Gold, was sie gerade gekriegt haben, vor allen Dingen auf der Syndra. Die hat jetzt 3,5 Items. Hat sie die Stacks heute so voll an, denke ich mal. Ja. Ich weiß nicht, ob wir da das sehen können, aber die sollten ja voll sein. Und wir kommen auch so langsam jetzt in diese Richtung, wo man sagen muss, okay. Gold wird langsam, ist langsam egal. Also die meisten haben jetzt ihre Core-Items. Und da ist dann nicht mehr so entscheidend, wer den Lead unbedingt hat, wenn er nicht zu krass ist. Ja, aber es ist schon noch ein relativ, also es sind noch 3k, es waren gerade 4k, es sind 3k, es sind auf jeden Fall 3k. Also es ist noch ein kleiner Lead auf jeden Fall, nicht unerwähnenswert, aber... Man hat es auch im Chat geschrieben, der Play war worth, man hat bitte dafür bekommen, also ja. ja, zu. Das ist True Makrologik. Man muss immer irgendwie was positiv reden, dann geht das schon. Man muss, ne? Das passt schon. Wir wissen ja, unsere Teams neigen dazu, es gerne mal spannend zu machen, damit wir auch bloß in dem Game bleiben. Aber Main Team wird natürlich gecastet. Die können
so kannst du auf die Schnauze kommen oder so kannst du doch, wie sie wollen, die casten wir trotzdem bis zum Schluss, inklusive Interviews. Bekomme ich auch Schnauze, keine Sorge, Leute, ne? Das war am Anfang hat man es einmal gemacht, das hat man nur gemacht, damit man mal, ne? Damit man weiß, sie wollten das Spotlight, sie wollten das Spotlight. Dass jeder über sie redet. Ja, Syndra und ich sehe schon Syndra Rabba, ja, Syndra hat Rabadons, Syndra hat Blighting Jewel, hat eine Stopwatch und ich sag euch, wie es ist, die ist halt wirklich gefährlich. Aber wenn du die raushaust, dann ist halt, dann, ja. Nila macht natürlich auch was, aber Syndra ist, glaube ich, das, wo du dich am aktuellen 8 vornehmen musst. Aus Seiten von True. Ja. Schau mal, der Baron spawnt jetzt wieder. Und jetzt gibt's hier wieder gleich ein riesen Gruppenfoto. Gesandte man bekommt die Syndra ist einfach gecatcht und tot und genau das wollte man. Seju wird rausgeultet von der Poppy. Senna macht trotzdem ein bisschen Schaden, aber diese kann ich ja jetzt auch nicht machen. Man schickt jetzt. Weiß nicht, ob man jetzt ich weiß nicht, ob man das spielen will. Okay, Jim, man Push kann einfach. Okay, man scheint jetzt abzugeben. Aber wie es aussieht, geht die Seju hier vielleicht noch für einen Steal. Ja, da kommt sie nicht rein, wenn die so weit nach hinten stehen. Da kommen sind auch noch Traps. Den muss er abgeben. Und jetzt rennt man direkt. Nehmen wir Base noch. Verlieren Move aber schon, weil die anderen wollen man muss direkt jetzt irgendwie die Wave laufen. Pushen. Man muss die Wave kriegen. Damit die ist in 20 noch da, hat TP. Da muss man aufpassen. Und man guckt ja für einen Catch auf die Thalia. Die Poppy blockt wunderbar, aber da kommt trotzdem so viel Schaden durch. Und Thalia ist tot, Shutdown für Senna, Blitzcrank kommt, kann mit den Hooks vielleicht arbeiten. Ja. Jetzt bin ich sehr gespannt. Da sollte ja noch der TP reinkommen, der TP von Syndra kommt. Seju ist abgeholt. Das war wichtig. Jin ist jetzt da und böllert rein, hat den ersten Kill. Und Syndra wird da absolut weggeböllert von dem Jin. Man bekommt so viel. Gesandte wird sterben und die anderen kämpfen dann noch. Und der Hook auf Syndra oder was war das gerade? Wo ist die reingeflogen? Die wurde auf jeden Fall rein, ist auf jeden Fall reingeflogen. Also muss nur ein Blitzcrank-Hook gewesen sein. Ja, und das sollte eigentlich sogar Game sein. Das sollte Game sein. Man hat den Baron-Buff, man hat die Rave am Inhib, da lebt nur eine Senna, man hat so viel lange Zeit, die sollte jetzt einfach sterben, die holt man ab. Und dann hat man noch 20 Sekunden, bis Seju lebt. Und die kann das auch nicht machen, alleine. 25 auf Nila. Und ist Poppy das tankt das erstmal, damit man die Minions auch schön behält. Das sollte kein Problem sein, das ist das 1-0 für unser Main-Team. Für True. Man hat, ich hatte kurz einmal Angst bei dem Top-Lane-Play, aber sonst hat man das wirklich sehr schön runtergespielt, sehr schön um die Combo gespielt. Ich fand, man hatte eine Combo, die schwieriger zu exekuten war, aber wenn du es richtig machst, mit den Catchers super zu spielen war. Und ganz großes Lob an unseren Blitzcrank, ich fand, das war insane. Also ich finde, Blitzcrank hat hier so viel Arbeit gemacht, der hat Early Games so viel gemacht, um Jasons Game zu kriegen. Und auch gerade diese Hooks, ne? Also er hat wirklich so schön lange gewartet auf den Moment. Und auch Thalia, ne? Wir haben Will mal auf so einem richtigen Carry-Jungler gesehen. Top Job gemacht. Also die beiden fand ich hier vor allem sehr gut in dem Game. Jungle Support. Finde ich, muss man so ein bisschen, kann ich jetzt so ein bisschen herausheben. Also wir haben Game 1 gewonnen, ne? Ja. Also, ne? Hier kein ungeschlagenes Team mehr in der Div. Das ist jetzt vorbei. Ja. So muss das sein. So. Wir haben eine kurze Pause. Wir gehen dann gleich in den nächsten Draft-Lol wieder rein, denke ich mal. Das wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Ja, das denke ich, glaube ich, auch nicht. Wir hoffen auf einen Invite. Oder wir versuchen einfach selber zu joinen. Vielleicht hat auch irgendein Team keinen Bock mehr und sagt sich, das reicht uns, wir gehen jetzt. Ja, ich glaube nicht, also ja, gut. Ne? Es gibt einen zweiten Tournament-Code, maybe. Es gibt einen zweiten Tournament-Code. Ja, crazy. Man glaubt es kaum, aber auch die Sachen funktionieren mal wieder. So. Ich denke mal, wir werden wieder einen Draft-Lol kriegen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann bin ich gespannt, was man anpasst. Ich bin auch gespannt, ob True jetzt auf die Booster geht. Oder ob man das so lässt. Ich bin gespannt, ob man Blitzcrank band nach der Performance. Die fand ich echt geil.
Ach so, ja, ich fand das auch ziemlich interessant. Also, ich fand es so schön, wie man um die Mittelerinnerung gespielt hat, ne? Also wirklich, Syndra hatte gar keinen Spaß. Einfach nur Blitzcrank Mitte, Talia Mitte, Blitzcrank Mitte, beide Mitte. Ja, also das muss man echt sagen. Das haben die echt gut gemacht. Die wollte man klein halten, die hat man klein gehalten. Die hat zwar nachher trotzdem noch ein bisschen Work gemacht, aber dann der Catch wieder auf die Syndra. In dem Fight vor dem Nash. Huge. Die Reavers Walls von Talia, um die Gegner von Barrier von Drake wegzuhalten. Sehr schön gemacht einfach. Ist schön gespielt. Genau. Also auf jeden Fall GG für Game 1 schon mal. An beiden Teams natürlich auch. Und dann gucken wir mal, was uns in Game 2 erwartet. Ich denke, wir sind bald wieder dann da. Und hoffentlich sind die Teams dann auch ready. Und dann holen wir uns das 4 zu 2, würde ich sagen, gegen den Tabellenführer. Dann wären wir auf einmal even, ne? Dann Der werden wir eben. Tabellenführer sind immer noch MT1, ne? Darf man nicht vergessen, die sind schon 5-1. Das stimmt. Aber wir holen uns hier einen tight second place. Und komm wieder ran. So werden wir das tun. Perfekt. So, was erwartet uns? Wir wissen es nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass unser Main Team sich für die Blue Side entschieden hat. Ansonsten wissen wir noch nicht allzu viel. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht auf Stream beenden klicke. Das ist mir gerade so aufgefallen. Und ansonsten wieder Draft LOL wird hier gewünscht. Ich weiß, viele nutzen das nicht. Und ja, muss auch niemand benutzen. Deswegen ist Draft LOL recht selten, dann haben wir kein Overlay. Das ist der einzige Nachteil. Ja, aber ansonsten können wir das natürlich auch benutzen. Was sagt denn ihr zum ersten Game? Ich fand, das Main Team hat überrascht. Ich war so ein bisschen vorbereitet. Boah, das wird echt hart und was weiß ich. Umso mehr bin ich natürlich happy, dass wir hier ein Winning True Team haben. Ja. So, gleich kann es wieder losgehen mit Draft LOL. Ich bin gespannt, was wir gehen anpassen. Ich bin gespannt, was wir jetzt machen, was wir first picken. Also Ja. wir sind Blue Side, ne? Ja, wir sind Blue Side. Wir gucken mal. Was ist ein First Pick, den wir nehmen könnten? Wie heißt es? Maokai first picken. Ich weiß nicht, ob die Gegner den diesmal sonst. Bannen. Ist auch immer noch sehr gut mit Jace. Kann man auch noch kombinieren. Wir wissen ja, Jace hat unser Mittelländer, glaube ich, schon mal gespielt. Sonst. Ich weiß noch nicht, Talia, ne, war ja gerade, glaube ich, auch ziemlich early direkt drin. Ob man in ADC für eine bestimmte Botlane gehen will. Mal gucken. Und ich bin gespannt, ob der Blitzcrank gebannt ist. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Draft LOL bedanken sich, Wir bedanken uns, dass wir dass das. wir Draft LOL nutzen dürfen. Ja, das erlebt man nicht oft, habe ich noch nie erlebt in der Prime League, dass Draft LOL benutzt wurde, ehrlich gesagt. Ja. Ist auch. Also, Wir wurden auch noch nie gefragt, ja. ich würde auch meinen, wenn du Prime League spielst, wenn du so weit in der League bist, dass du wirklich aktiv kompetitiv irgendwo spielen willst und dir die Zeit für sowas nimmst, ne? Ja. So ein Zeitinvestment. Dass man dann wahrscheinlich schon mal irgendwie alle Champions hat.
Ja. Die meisten Leute. Und die viele, die halt draften oder nicht nehmen wollen, benutzen halt irgendwie einen anderen Account. Ne? Also nicht ihren Main oder so vielleicht. Aber dann verknüpft doch deinen Main so. Ja, das ist, also weiß ich nicht, das ist auch immer so eine Sache. Also dein Main verknüpfen. Aber ich weiß es nicht. Es ist halt so. Ich weiß auch nicht, warum wir Draftler nutzen, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wem es liegt. Also ich kann nur sagen, es liegt nicht am Top-Laner. Ja, gut, das wissen wir. Aber der, sonst weiß ich es auch nicht. Tendenziell vielleicht am Supporter. Tendenziell, okay. Würde ich jetzt meinen, schätzen, wie auch immer. Vielleicht, weil er Level 67 ist. Das könnte sein. Vielleicht liegt es auch an der Jungle Diff, wir wissen es nicht. Ja. Jetzt kann ja sein, dass er irgendwie so ein Manicard auf EU. Oder ist unser Supporter nicht Türke? Hat er nicht einen eigenen Server? Vielleicht hat er deswegen hier nicht alle Champions. Das kann natürlich sein. Das ist natürlich möglich. Das wäre auch ein sinniger Grund, den ich akzeptieren würde. Ja. Aber 100% ich weiß es auch nicht. Aber das ist halt so. Ich glaube, das ist ein sehr guter Guess, weil er hat das niedrigste Level mit Abstand. Und ich meine, er war Türke und die haben einen eigenen Server gemacht. Ja, würde ja Sinn machen. Ja, das würde definitiv Sinn machen. Also, man kann auch jetzt raten, woran es liegt. Aber ich denke mal, das könnte durchaus sein. Ja, wir sehen übrigens, es geht los mit dem Draft. Es ist wieder Xerisban als erstes, wieder Nocturban. Die gehen anfangen diesmal mit Cassie direkt an. Die hatten eben vorher noch einen anderen Mann, bin mir ziemlich sicher. Jarvan. Okay, Jarvan gebannt. Wir sehen immer noch das Baron Powerplay im Stream, sehr gut. Oh Mann, ey. Gucken wir, ob sich irgendwas ändert. Man redet noch, was will man bannen? Bleibt man dabei, wo man eben bei war? Na, will man so viel ändern? Wahrscheinlich nicht. Ich bin gespannt, ob man selber Sinn dafür ausbringt. Ist Blues halt auch ein anderer Draft natürlich. Ja. Also man kann natürlich anders draften. Kassante raus. Finde ich gut. Finde ich richtig gut, weil der Champion ist echt böse. Man möchte ihm nicht den Easy Blind geben. Also Marokka First Pick? Ja. Okay, das. Also entweder man die Marokka will picken Sinnrad oder die picken Sinnrad, wenn man mag. Also, ne? Also das ist richtig. Das geil. Das musst du. Also das war ja eigentlich jetzt der Pflichtpick. Mich wundert es auch, dass Marokka nicht. Ich fände Marokka noch schlimmer als Jarvan, aber gut. Mich wundert es auch, dass man Cassie band. Das finde ich sehr interessant. Wir haben schon im Chat geschrieben, Maokai GG is win. Also Maokai ist schon sehr stark im Jungle aktuell. Du kannst es auch immer noch, also eigentlich picken in der Mitte, was du willst, zwar mit zusammen. Ja, das geht alles, aber du kannst auch Jace wieder reinkommen und du kannst auch trotzdem noch sowas wie Uri spielen. Geht auch noch sehr gut. Senna Tam Kench. Wir wussten, dass es wahrscheinlich kommen wird. Man hat es jetzt offen gelassen. Ich bin gespannt, was man dagegen pickt. Weil, ja. Also man kann es sicher denken, dass das jetzt kommt. Ja? Also das war ja eigentlich klar. Du kannst auch übrigens als Sender das einfach tanken, mit Tom Kench kann ich essen. Mit Tom Kench kannst du natürlich auch tanken. Ne? Jinx, einer der Meta-ID-Carries noch. Der macht aber Sinn, einen davon zu picken. Ja, das finde ich richtig geil, finde ich richtig gut. Ja, das kommt jetzt dazu. Thrash und sowas würde ich auch sehr fühlen. Oder Karma für Push. Und Movement Speed. Ich glaube, da kannst du vieles mit kombinieren. Auch der Blitzcrank, aber. Ich glaube, mit Jinx kannst du legit alles pingen. Milio finde ich auch sehr eklig. Also, Blitzcrank fand ich auch mal geil. Okay, Milio finde ich richtig gut. Ja. Milio ist fein. Der Tam Kench. Einfach nur die wir alleine schon, die macht Jinx einfach doppelt so stark. Nochmal, habe ich so das Gefühl. Der Tam Kench hat Innovation neulich ein bisschen Angst gemacht, habe ich das, den Eindruck. Tam Kench aber ist sehr stark. Aatrox, glaube ich, der beste Blindpick aktuell Toplane, zusammen mit Cassandra. Cassandra ist raus, Aatrox drin, macht Sinn. Jetzt sind die Fiora wieder raus, die hatten sie eben in der ersten Rota gewandt, was ich sehr interessant fand, Toplane First Rota zu bannen. Auch noch Fiora. Ich weiß nicht, ob man da jetzt wieder Renekton bannt, ich weiß nicht, wie das ist. Also auf der gegnerischen Seite. Wir werden wahrscheinlich. Ja, wir wollen Midlaner oder Jungler, ne? Lilia raus. Kann er selber nicht halt die abbannen, wenn er die spielt, ich weiß es nicht. Sollte mit Aatrox ja relativ gut funktionieren. Aber wir gucken mal. Bin ich auch gespannt, was wir Toplane picken. Ja. Dann, ich denke, man wird sich vielleicht jetzt den Counter. Wobei man wird jetzt einfach picken, ne?
Ja, die Gegner müssen jetzt erstmal picken und dann die entscheiden ja quasi, was wir counterpicken ja, können. Ja. Die werden ja sehr wahrscheinlich einfach Jungle picken und dann Midlane Lars picken. Denke ich auch. Midlane Uri ist natürlich immer noch für uns drin, absolut, ne? Darf man nicht vergessen, die ist offen. Was ist aber noch blind pickable? Ja, ist auch blind pickable. Würde ich sagen, easy. Dann kommt vielleicht der Azir dagegen. Oder wird's da du kannst auch Azir blind picken, ne? Ja. Aber. Ivan? Kannst du machen mit Aatrox. Und du musst halt, dann kannst du noch einen AP-Jungler, Midlane halt picken, ne? Also du hast jetzt die Wahl, du kannst AD, oder du kannst halt, hast halt Möglichkeiten, weil du halt beide Solo-Lanes offen hast. Ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht Renekton wird. Ich weiß halt nicht, was der Top-Lane alles so spielt. Und Midlane halt Ori oder Azir, ja, denke ich mal. Oder Nico gibt's halt auch noch, ne? Mhm. Als guten Blind-Pick. Aber ich weiß halt nicht, wie gut das ist. Mit Into Town Kench Senna, ob du da so gut rankommst und Ivan. Malphite? Okay. Gefällt mir irgendwie. Finde ich gut. Jo. Strumpf ist Trumpf. Und jetzt Ori mit Malphite und Maokai? Das schreit nach einer Ori. Ori ist auch super, super stark aktuell. Und Syndra ist raus. Also ich kann mich wundern, wenn die irgendwas anderes picken. Und ich glaube, du willst auch nicht unbedingt Azir picken mit so viel Scaling schon. Na, mal gucken. Ari? Ari ist auch fein. Aber Ori finde ich ein bisschen besser. Na, wollte noch ein paar Dinge haben. Ja, da ist die Ori. Finde ich wunderbar. Das ist super. Der Dorf gefällt mir richtig gut. Der ist auch. Und Sylas natürlich die offensichtliche. Der ist Antwort. Einfach, der scaled. Sylas ist fein wegen dem Malphite. Auch wegen dem Marker Ult. Das sind zwei sehr starke Ults. Ne? Ori ist auch okay. Ist halt nur nicht rum. Aber ich glaube, Sylas wird nicht so viel Spaß in der Lane haben wie Ori. Aber ich mag die True Comp wieder. Ich glaube aber, Senna, Tam, Kench, Ivan kann auch sehr, sehr eklig werden. Also Aatrox und Sylas werden sehr, sehr, sehr tanky. Du musst unbedingt ein Reset kriegen. Du musst ja mal einen Lockdown resetten. Na? Von daher. Wir gucken mal. Aber sonst mag ich den Draft sehr gerne. Ja, ja, die haben jetzt, müssen gerade noch Champs kaufen, scheinbar. Ja, wir kennen es ja, ist ja nicht schlimm. Wir können noch weiter über die Draft reden. Welchen findest du besser? Ich finde beide eigentlich ziemlich gut. Ja. ja. Also, ich bin gar nicht. Also, solange du jemanden tötest und Reset für Jinx kriegst, gewinnst du, glaube ich, jeden Fight. Sonst, wenn Aatrox und Sylas nicht sterben, dann ist es halt schwierig, ne? Ja. Senna steht dahinter, im Kench kann die Senna auch noch fressen, die haben so viele Schilder, Heilung. Du willst ja, glaube ich, du musst Anti, glaube ich, gehen, unbedingt. Ja. Und die Schilder hast du halt auch noch. Tam Kench Schild, Ivan Schild, Sylas, kein Schild mehr wie früher, aber ja. Also man hat hier auf jeden Fall dieses Heilungsproblem, definitiv. Du kannst natürlich, also Maokai Ult ist nicht ganz so schlimm, wenn die Sylas hat, weil du da die Amino einfach wegglänzen kannst. Ori Ult ist, glaube ich, immer das Problem mit die vorliegenden Malphite Ult, weil da der hilft dem Video auch nicht, weil bist du einfach, bist aber tot. Aber wir gucken mal. Also Sylas kann nicht viel Work machen, glaube ich. Und Tom Kench Senna kann auch eklig werden. Also ich finde beide Drafts actually gar nicht so bad. Ich glaube, Ori will die Midlane, will den Sylas schon harassen. Will das ausnutzen, dass sie gegen den Melee land. Ist natürlich trotzdem immer aufpassen, Zeit ist trotzdem starker Champion. Und wenn du in den Fights für die Resets gehen kannst und die kriegst eine gute Oki-Jinx, Malphite-Ult-Kombo, dann sollte eigentlich jemand tot sein. Dann kann man hier eigentlich alles spielen und gewinnen. Ich finde, es ist relativ einfach zu exekutieren. Es ist relativ stumpf. du kannst es sehr geil spielen, auf Seiten von True. Auf der anderen Seite ist es auch eigentlich, ne? Aatrox und Sylas stehen vorne, Tam Kench auch. Ivan und Senna stehen da hinten und heilen alles hoch. Und es stirbt nichts. Und Sylas und Aatrox gehen einfach durch. Das hat das Ziel. Ich bin sehr gespannt, wie sie das ausspielen. Ich finde beide Drafts sehr cool. Ich finde die richtig cool, beide. Mal gucken. Jo, ich finde auch sehr interessant. Also, die Lizards haben auf jeden Fall dieses Heilungsproblem, wie ich schon angesprochen habe. Also die haben halt sehr viel Healing, sehr viel Shielding. Da muss halt gucken. Das könnte sehr eklig werden, aber ich finde,
True, die Combo von True einfach super geil. Das ist halt einfach, einfach rein, einfach Wombo, alle ziehen Ult und let's go. Ich finde es richtig geil, dass die Gegner Uri, also die Bann sind, ist ja, macht ja Sinn für beide, sie sind gerade zu bannen, weil beide Midlaner sind Ramains und sind auch sehr stark, ist noch in die Uri gut passt, aber dann kannst du einfach die Uri kriegen machen later. Da sagst du nicht nein, glaube ich. Und mit dem Malphite, du wusstest, dass Silas kommen kann, aber du wusstest auch, dass du mit Uri, glaube ich, sehr fein mit Silas bist und eine schöne Lane haben solltest. Der kann da richtig. Der könnte da richtig Schmerzen spüren in der Mitte. Milo diesmal nicht so ein Champion, der so viel roamt von unserem Supporter. Aber ich glaube, der kann nachher trotzdem sehr viel disengagen. Vor allem in den Aatrox. Also ich glaube, Aatrox, wenn der da auf den Milo rennt, Richtung Backline oder so, Milo kann da sehr gut disengagen. Und auch die Ivan Roots stoppen, wenn jemand drauf liegt, die wegholen die Leute, ne? Das ist schon. Der kann schon sehr viel Value haben hier. Und mit Jinx sowieso mit der Range. Die kann aus Entfernungen schießen. Da helfen dir halt diese viele Ketten der Welt nicht, wenn die anderen der Rest uns alles. Ja. Ich denke auch, man hat da gutes Potenzial. Freuen wir uns drauf. Und wenn ich das richtig sehe, also wenn die Gegner sortiert sind, der Supporter spielt die Senna und der AD Carry spielt den Tahm Kench. Kenne ich meistens andersrum. Aber kann man auch, gibt's auch so rum, die Leute, also ja. Botlane-Dus, die so rumspielen. Dass der Supporter dann die Senna spielt und der AD Carry den Melee Farming spielt. Vielleicht ist es auch einfach nicht sortiert. Ich sehe die Namen nicht. Ich glaube, das hast du tatsächlich recht auf die Höhe gekommen. Weil letztendlich, die Leute können irgendwann die meisten oder alle Champs und der Spielstil ändert sich ja. Du spielst ja Senna immer noch als Supporter und das ist dann wahrscheinlich einfacher. Ja, du spielst aber schon wie ein AD Carry. Du bist schon ein AD Carry, der halt eine Quality heilt, ja, und Roots, aber ja. Also es ist ja schon, ne? Also ich habe das einmal in der LCS gesehen, dass der AD Carry die Singler gespielt hat mit Senna zusammen. Aber sonst habe ich das eigentlich noch nie gesehen fast. Das ist schon, glaube ich, ziemlich selten. Das war mit, ich glaube, das war bei 100 Thieves. Wenn ich mich nicht irre. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das war ganz lustig. Aber guck mal, wir sind gleich im Game. Nee, wir haben noch ein Delay, ne? Es dauert alles lange. Das Warten. Gut, dass die Draft-Musik so lange ist. Also ich hätte noch 9 Minuten anzubieten. Aber die werden wir wahrscheinlich nicht benötigen. So, ihr könnt eure natürlich auch wieder hier abstimmen. Wer gewinnt dieses Spiel? True Main oder die Lizards? Wo ist eigentlich Lizzie? Ich hoffe, der ist im Chat, aber ich habe noch nichts gelesen von ihm. Also der Lizard ist nicht im Chat. Das ist schon ein Kriegsverbrechen. Aber das ist, ja, das ist halt so. Kann man jetzt leider nichts gegen machen. Wir haben jetzt noch 2,5 Minuten, die wir warten müssen, bis es hier langsam in-game geht. Wir haben den Delay, den Spectator-Delay. Wir dürfen ja leider nicht live zukommen, ist ja auch verständlich. Ja. Und wir hoffen, dass unser Team jetzt 4-2 geht und einfach die 4er Winning-Streak dann hier am Start ist. Ich sag mal, wir haben jetzt schon 3 Wins in Folge. Das ist eigentlich schon eine Winning-Streak. Also wir sind auf einer Winning-Streak. Wir wollen die jetzt verlängern. Ja, das ist unser Ziel. Also mit einem 0-2-Start jetzt 3 Wins in Folge, während man getryoutet hat, während man Spiele ausgetauscht hat. Während alle gesagt haben, na, ich weiß ja nicht, ob das so funktionieren kann. Und sie haben es bewiesen. Jetzt müssen sie nur noch beweisen, dass es auch ein viertes Game in Folge hinkriegen. Ich denke mal, die haben auf jeden Fall das Tool und einen guten Draft dazu. Keiner stimmt für die Lizards ab. Das macht mich ja schon wieder traurig. Ja, wir haben Maokai, wir haben Ori, wir haben Jinx. Alles da, was du brauchst, um zu gewinnen. Wir haben jetzt noch 90 Sekunden Draft Delay. Die müssen wir noch aussitzen und dann geht's los. Und hoffentlich gut für uns. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da bin ich sehr selbst. Also wenn man das so clean spielt, also halbwegs clean, wie im ersten Game, natürlich ohne die Throws. aber man hat das eben gut ausgespielt. Ich glaube, eben war das schwieriger zu spielen als jetzt. Man hat natürlich eine Comp, die relativ vielleicht mit dem mithalten kann, was du willst, aber du kannst halt sehr viel über die Range nacharbeiten. Über die Jinx mit dem Milio. Ich freue mich richtig drauf. Ich will die geilsten Shockwaves sehen und Malphite-Ults und
Jinx-Resets und ich glaube, das kann ein richtig cooles Game werden. Ja, ich denke auch. Also wir freuen uns auf jeden Fall auf was. 40 Sekunden Delay haben wir noch und dann gehen wir in das Game. Dann geht's rein, finally. In das zweite Game. Heute auch mal ein kleiner Cast, wir casten halt nur das Main-Team. Mal ein kleiner Cast. Nur zwei Games. Nur zwei Games, ja, das war mal. So wie sonst auch immer. Man kennt's ja, sonst hat man ja immer noch so ein bisschen noch ein zweites, wo man mal reinguckt. Die Unknowns, die machen das sicher auch ohne uns. Da bin ich mir sicher. Ja, wir können ja mal kurz danach noch mal kurz gucken, ob es schon Game 1 wird dann schon vorbei sein. Wenn wir im 2 hier durch haben, können wir schon mal wenigstens ankündigen für alle, wie das dann gelaufen ist. Ja, aber da gucken wir dann nach dem Game, würde ich mal sagen, mal rein. Aber da bin ich sehr selbstbewusst, dass die da über die Bühne ziehen. Ich bin auch sehr selbstbewusst, dass Anon demnächst nächsten Split auch in B5 spielen wird. So, wir gucken mal, was wir hier haben. Jing, Ori mit Face Rush finde ich super gegen Silas. Ja? Dass die da getötet werden kann und gegen ihn kiten kann. Was haben wir sonst Interessantes? Silas mit First Strike. Kannst du über die Ketten brocken? Bin gespannt. Ich glaube, du hast auch sonst nicht so viel Besseres. Vielleicht Conqueror, I don't know. Senna haben wir da mit Heal Time Kench mit Ignite. Und Jinx läuft wieder mit Ghost rum und Mido natürlich auch mit Heal. Gucken mal, was das hier gibt für uns. Ich bin auch sehr gespannt, was die Jungler machen. Du kannst natürlich jetzt das Ivor noch hochpassen. Aber ich denke, es geht viel um die Midlane auch. Hier einfach. Weil beide Lanes relativ scalen wollen. Beide, also die Spotlane will relativ scalen. Toplane ist halt Bruiser gegen Tank. So, ist ein Ingame. Mit einem Blick auf Boris geht's. Da war ein Gesandte-Emote. Für den Gesandte, der gewandt, das habe ich gesehen. Report ist raus. Toxic. nein, also. Wir sehen noch die World-Spanner. Wir haben eben die Gegner gesehen. Und der Pudding, der verbringt seine Zeit mit Boris gerne, habe ich den Eindruck. Ja, aber wir haben eben zuerst die Gegner gesehen. Die haben verloren. Wir sehen jetzt zuerst die Gegner. Das ist ein gutes Zeichen. Vielleicht finden sie wieder. Wir schauen mal. Lenalik zum ersten Mal gechattet mit ganz viel Feuerwerk hier. Also Feuerwerk ist es nicht, aber ne? Willkommen im Chat. So. Haben wir gleich mal Pause. Wir haben auch mal einen fehlerfreien Start, ja. Ohne dass wir hier irgendwie das Ganze machen müssen. For some reason verschwinden immer die Target Frames jetzt am Anfang im Spectator Tool. Riot, ich finde das nicht in Ordnung. Ja. Kriegen wir hin. Wir kriegen ja alles gefixt. Jetzt gucken wir mal. Silas mit Schild, Tam Kench mit Schild. Ich meine, das macht Sinn. Ihr seid Melees, ihr müsst gegen diese Rangers Lane. Das ist fein. Man hat hier ein Ward gespawnt, genau. Ja, 9999 True Damage gegen den Blue Buff. Und trotzdem lebt er noch. Und genau, die Gegner wissen auf jeden Fall, wo wir anfangen. Ivan startet unten, aber Ivan ist ja sowieso so ein bisschen anders mit dem Pathing. Der geht jetzt hoch und wieder runter und dann, ja. Das ist so ein bisschen wild. Da bin ich auch nicht drin, bin ich ganz ehrlich. Ivan geht hier für einen Invade. Er wurde aber gespottet, dass er das Camp macht. Und man kennt Ivan, der invadet gerne Camps. Der will jetzt rüber cool. Und dann wird er das Ding smiten. Und dann hat er den Red Buff von uns. Und dann wird er wahrscheinlich trotzdem noch unten was markieren oder geht er direkt wieder raus? Ich könnte mir vorstellen, dass die Raptoren wird er eh nicht kriegen, er wird einfach weitergehen. Und jetzt kann er wieder seine Camps abholen, oder? Wurde jetzt auf jeden Fall gespottet, dass er zurück ist. Und dann genau. Weiß man, okay, wir können ein bisschen chillen. Ja, aber man wird, also man sollte sich, glaube ich, weiß man, dass der Buff weg ist. Also, ich glaube, Maokai wird es gleich erst merken. Also, sonst hätte er da invaded, weil was anderes gemacht. Sie wissen jetzt auch auf jeden Fall, wo der Maokai ist. Der wird dadurch den Ward gespottet. Genau, dadurch weiß man auch, dass er nicht invaded hat, dass alles fein ist. Ivan kann sich alle Camps nehmen. Schöner Invade von Ivan.
ist auch smart, wenn du weißt, wo er startet. Als Ivan, du kannst einfach zum Buff gehen, du kannst ihn einfach smiten und hast ihn einfach. Ja, ist ja instant. Du brauchst keine Zeit, du verlierst ja nichts. Das ist ja gar kein Problem. Das ist so ein Play, das willst du mit Ivan machen. Das ist schon super. Und es gibt zwei Fragen, die wir uns stellen müssen. Die wichtigste Frage ist, ist Mufflo im Chat? Ich bin mir sicher, dass Mufflo im Chat ist. Also Mufflo nicht im Chat, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber es ist lange nichts mehr geschrieben worden von ihm. Vielleicht ist er doch irgendwie... Weil Mufflo ist ein richtiger Chatter. Aber die zweite Frage, die mindestens genauso wichtig ist, wie gut macht sich der Stein? Also... Die drückt nachher eher, das passt schon. Und baut einfach Ammo gegen den Raum. Beide Midlaner, beide Jungler hovern hier around mid. Oh, das könnte eine tote Ori sein. Das ist auch eine tote Ori, definitiv. First Blood für Silas, schöner Gang von Ivan. Ein bisschen Action auch auf Bot, da kriegt man einen favorable Trade. Also da läuft schon besser. Ich kenne ja unsere Botlane, die ist insane. Ja, wir kennen unsere Botlane, die... Also das ist... Wer es verpasst hat, der Juri im Interview, man hat es vielleicht gesehen. War einfach nur insane. Der Dude ist cool. Und der Dude hat letzten... Allgemein, der Dude hat die letzten 5 Spiele einen guten Job gemacht. Ja. Das letzte Game jetzt vielleicht nicht so krass, aber er musste halt auch. Aber er hat dann auch einfach nur alleine gelaned und gechillt, während Blitzcrank die komplette Mittelhops genommen hat. Ne? Ja. Und er hat trotzdem CS nicht gehabt. Und die Ults haben alle gated gefühlt, die ganzen Schüsse. Ich weiß noch, in dem letzten Fighter, also huiuiuiui, tat sehr weh. Ach, Lenalik hat vor 7 Stunden gefollowt, stimmt. Und jetzt schreibt Lenalik hier. Da jetzt weiß ich, wo ich den Namen hergehört habe. Mensch, falls du es eben noch nicht gehört hast, am Anfang des Casts nochmal danke für den Follow. Wir haben uns schon gewundert, dass jemand vor 7 Stunden gefollowt ist. Mittags um 12, das ist jetzt nicht so die Zeit für irgendwas. Ja, wenn der Stream halt nicht an ist, ist das halt ganz selten sowieso. Ja, und generell mittags um 12. Die meisten Leute schlafen doch dann noch. Die meisten League-Spieler schlafen dann noch. Ja, die arbeiten nicht, meinst du da was? Nee. Ist das irgendwie jetzt ein Flaming-League-Spieler, oder? So, wir gucken mal, die Gegner machen den Drake. Ist ein Cloud-Track, damit startet's. Also die Seele schon mal raus und wir sehen auch gleich, welche Seele noch raus ist. Dann kennt Base schon mal. Also ein guter Start für die Gegner, natürlich mit dem Kill auf Silas. Ich bin mir sicher, Lenai liegt der. Wahrscheinlich kommt er aus Bayern. Wir haben heute Feiertag. Wir haben heute keinen Feiertag. Zweiter ist frei. Gestern war Feiertag. Heute ist Allerseligen. Ja, die haben doch nicht nochmal Feiertag. Die haben nur Feiertag. Als ob die noch die 2 Feiertage am Stück haben. Also Ori hat gerade den Autotech auf Silas gemacht, statt den auf den Cannon zu machen. Hat durch den Cannon nicht gekriegt. Das tut sehr weh. Also, ist in Bayern wirklich Feiertag? Das ist insane. Wenn die, also das sind halt, die haben viel zu viele Feiertage. Das kann nicht, also what the fuck? Das ist schon mies. Ja, gut. Ivan wieder Mitte. Das ist der neue Toplaner. Wir haben kurz angesprochen, am Anfang vom Stream, man hat sich für einen neuen Toplaner entschieden, weil der, und man hat einfach irgendwie persönliche Differenzen gehabt im Team. Jetzt kommt erstmal der Gank hier, von Will auf der Botlane. Wird gewählt von seiner Flash da noch mit rein, kann die beide zurücknocken. Das sollte ein Freekill sein für Jinx auf die Senna. Und dann kann man mit dem Excited vielleicht noch ein bisschen hinterher, aber Tom Kennedy hat noch sein Schild. Aber er hat den Kill. Wichtiger Kill. Von so einem AD Carry Flash von Senna raus, da kann man jetzt drum arbeiten. Midlane All-In von Silas. Oh, beide Crews hitten. Beide Crews hitten die Ori noch, ne? Sehr viel Damage genommen. Hat jetzt die Ult by the way wieder abgekriegt, muss aber basen. Du wirst einfach gekillt sonst. Ivan könnte vielleicht noch was gucken, aber müsste dafür über den Ball stemmen. Ja, und jetzt wird sie noch abgebrochen. Darf nicht basen. Jetzt schickt man die Itch, das ist smart. Man. Also man lässt Ori nicht basen, man schickt nochmal die Daisy drauf. Den 6. Spieler des Teams. Und Botlane, Tom Kench auf die Jinx. Milio gerade am Roman. Oh mein Gott. Wichtige Heilung. Wichtiges Kill und der Kill für die Jinx ist excited. Können jetzt chasen. Man kann aber die Wederland nicht mehr canceln, aber man kriegt den Kill. Also gehealt, geflasht, Familio, geweht, geäht und alles gemacht und dann huge. Also guter Versuch von den Gegnern, aber
Milio kam rechtzeitig wieder zurück. Gerade so hat's gereicht. Unsere Botlane, die difft ihr nicht. Die killt ihr nicht. Hier werden keine 2v2-Wins gefeiert. Die ist so gut. Also, wir hatten das Thema beim letzten Mal schon. Hört er zu? Also, die Wraith ist drin. Ivan wollte was machen, aber die Wraith ist drin. Man kann basen. Und ich will jetzt einen Noomkiller sehen. Ich will... Sind die Boots auch ausgebaut? Perfekt. Und noch ein Dagger. 150 Gold Shutdown kriegt Jinx jetzt auch noch drauf. Den nimmt sie auch noch mit. Aber die Frage ist, wir hatten uns das auch beim letzten Stream schon gefragt. Sag mal, hört er zu? Wir reden gerade darüber, dass er das letzte Game jetzt nicht so performen musste. Und er denkt sich, jetzt drehe ich immer wieder auf. Oder wie? Unsere Botlane ist Maschine. Das dürfen wir nicht vergessen. Also unsere Botlane ist halt wirklich absolut krank. Und oh, Ori wird wieder engaged. Kann es vielleicht noch ein bisschen zurücktraden? Dann schießen wir noch die Kuh. Ich muss sagen, der Silas macht das ziemlich gut. Okay, oder da wird der kommt ja nicht ran. Der kriegt nichts. Der Kench kommt raus. Das war leider nichts. Und Ivan macht in der Zeit einfach mal den Rift Herald. Er weiß ja, wo Maoka ist. Er hat ja seinen Fellow-Baumfreund gesehen. Jedenfalls sind alle seine Camps gemarkt. Oben wird er auch gleich eins gemarkt sein. Mhm. Das wird er sich dann auch snacken, sobald er kann. Jetzt ist es gemarkt. Ja, also welcher Baum gewinnt heute im Jungle, ne? Ist die Frage, ne? Das ist vielleicht die bessere Frage. Vielleicht hätten wir die Frage so stellen müssen. Vielleicht hätten dann mehr abgestimmt. Ja, welcher Baum gewinnt? So, schauen wir mal. Botlane ist sehr gut im Game. Tam Kench, die hat die Airboots, die ihm jetzt natürlich in der Lane nicht unbedingt helfen, da wird er noch mehr leiden. Aber natürlich für Maokai, Ori, Malphite, auch für Milio, macht das Sinn? Later. Also man steht jetzt unten, alles der Drake ist übrigens gleich ab. Dauert nicht mehr so lange. 33 Sekunden. Es ist kein Cloud Drake, das ist eine falsche Anzeige. Es muss ein anderer sein, weil Cloud war der erste. Wir werden es aber gleich bestimmt sehen, was es ist. Es ist auf jeden Fall ein anderer Drake. Wir haben einen Mountain Drake. Mountain Drake haben wir. Wir haben Mountain Drake. Das heißt, Mountain Soul ist es auch nicht. Wir sehen dann natürlich, wenn er getaked ist, was das für eine Seele ist. Ob es mal wieder eine True Ocean Soul wird. Irgendwie schnupper ich die. Midlane guckt man jetzt auf die Ori, aber mit der Maokai und von Silas. Da passiert nichts. Die geht raus. Aber jetzt mit dem Herald nochmal Playdings. Da kann Silas auch noch ein bisschen Gold mitnehmen. Es sind nicht beide geworden. Und Killing Spree Yuri. Aber unten ist ein Eimer. Der kriegt einen Kill auf den Maokai zurück. Das ist aber absolut falsch. Der sollte auf jeden Fall rauskommen. Da sagen wir nicht nein. Ja, Daisy macht da noch was. Und das ist ein Kill auch noch auf Yuri. Jetzt kommt der TP. Vom Stein. Passiert nichts mehr. Das sind zwei Kills für die Gegner. 2-1. So, haben Kench wohl als erstes gekillt, ne? Und oben kriegt man auch noch Playthings. Also das sind jetzt auch 35 CS-Lead. Man sieht es jetzt auch schön am Gold, der Unterschied. Also es sind 2k, obwohl das quasi die Kills even sind. Es ist basically alles even. Also die machen das schon besser jetzt. Ja, also Midlane ist ahead und Toplane ist deutlich ahead. Also die Solo-Laner sind auf jeden Fall ahead und natürlich auch der gegnerische Jungler. Und Ori wird jetzt gesolo-killed hier in der Mitte und flasht noch. Einfach gesolo-killed. Der killt ja einfach. Der hat nicht mal geultet. Der hat nicht mal geflasht. Ori hat Flash verloren. Ori ist... Und wird einfach so gekillt. Der hat die einfach getötet. Der hat hier Peter jetzt rein... Und dann kriegen wir noch, also wir haben den Drake geklaut, Ivan stirbt, aber jetzt ist da ein Ult, haben da, oh mein Gott, jetzt bin ich sehr gespannt. Also wir chasen dann man noch, will den auf jeden Fall den Kill. Man braucht den Reset und man wird jetzt ja auch sterben. Man wird jetzt irgendwem den riesen Shutdown geben. Panji kriegt den Kill auf Yuri, Maokai flieht. Und das wird der nächste Kill sein, auch für Silas. Also der steht jetzt 3-0-1. Die Solo-Laner sind gefeedet. Und Jinx ist gefeedet. Kann Jinx das carryen? Das ist, glaube ich, hier die Frage, die wir uns hier stellen müssen. Also wenn Jinx hinten darf und die anderen das irgendwie gepeel kriegen, dann sollte das gehen. Aber sonst Silas und Aatrox gefeedet. Das ist natürlich so eine Sache. Aber boah, der Solo-Kill auf Ori, einfach ohne Ult.
Aber man hat es dafür noch gut gespielt, dafür, dass man von hinten tippet wurde von dem Atrox mit Ult und allem ab, ne? Ja. Man hat ja noch zwei Kills da rausgeholt, aber. Heieieiei. Silas kriegt jetzt mittlerweile wahrscheinlich den Turm. Ori steht, der hat noch Ult, also. Die wird schauen, dass sie den Tower noch so lange wie möglich defft, ja, aber Ivan jetzt kommt der Ivan, um dann. Der hat Range, der kann da drauf auto-attacken, der ist weg, der Turm. Und der Silas guckt für den nächsten Engage. Hat einen schönen Trade gekriegt auf Ori, aber ja. Ja, 4k Gold liegt jetzt, ne? Also es sieht zwar gar nicht nach den gewaltigen Kills aus, es sind schon 4k, es sind über 4k sogar. Das wird natürlich auch nicht auf der Botlane sein. Du kannst mal wieder die Goldbars anmachen, wie das aussieht von den verschiedenen Champions, wer da wie viel Gold hat. Das ist natürlich immer sehr interessant. Aber wir sehen, der Goldkraft geht steil runter. Silas hat nochmal 400 mehr als Jinx. Der ist absolut gefeedet und dann knapp hinter der Jinx ist der Aatrox und dann auch nicht so weit weg der Ivan und dann ist ein Riesensprung. Also die Bäume sind schon ein, zwei auseinander und der Baum ist dann zwei, drei, unser Baum ist der 2-3. Baum bei uns. Noch ein Solo-Kill in der Midlane jetzt. Also Ori wieder gesolo-killt, diesmal von Silas. Ist das nicht sein Game? Das ist nicht das Game von der Ori, auf gar keinen Fall. Und ja, jetzt wird schwierig. Jetzt wird schwierig. Weil Silas und Aatrox, wenn die Head sind, mit einer Senna und einem Ivan im Rücken, wie willst du die denn töten? Ja, erstmal nicht. Die töten dich, die töten einfach alles. Aber schau mal, jetzt der Maokai-Gang, das sieht schon nach einer besseren Ult aus. Da im Kench kann ich die Senna essen, hat ein Riesenschild, aber die sollte sterben. Nee, die kommt raus. Und Tom Kench kann sogar zur Seite wegwehen. Jetzt kommt der Aatrox. Wichtig ist, dass die Jinx erstmal rauskommt. Aber wird geblockt von Milo so ein damit bisschen. Damit man weiter böllern kann. Aber, kriegt man da was? Ori ist auf dem Weg. Die Jinx ultet nichts, aber man hat den Mensch. Ivan ist auch da. Ivan ist auch da. Da muss man jetzt aufpassen. Die ultet nicht und ich glaube, da passiert einfach gar nichts mehr. Man und die Ult war, glaube ich, ein bisschen wasted. Ja, die kann er ersetzen, aber es wird dann nicht viel mit. Daisy hilft immer gerne, Rave rein und fertig. Dann können die alle resetten. Also, 4 gegen 4, am Ende ist nichts passiert. Aber hey, also insane, dass... Überhaupt irgendwer gestorben? Nee, gar keiner. Die Botlane hat komplett gelebt, die gegnerische. Ich hätte gedacht, wir töten die einfach. Und Ori hat schon wieder zu Recht Angst vor dem Aatrox. Lässt sich auch zurückziehen, aber ist fein. Ja, Nila und Tam Kench, das war noch vom letzten Game. Nila und Sam, Nila und Dings. Nila für Tam Kench. Ja. Das ist ein bisschen buggy leider. Vielleicht muss man das einfach mal neu starten nach dem Game. Damit dann nicht mehr die Nila zu sehen ist. Könnte funktionieren. Ja, also jetzt sind es gerade 4, jetzt sind es 5.500 Gold. Also die Gegner kommen besser ins Game. Es ist auch 30 CS in der Mitte und 40 CS über 40 auf Top Lane. Es liegt halt jetzt alles an der Jinx, ne? Und die muss Items kriegen. Die hat immer noch keine 2. Sollte jetzt aber langsam haben. Man nimmt jetzt die Red Side. Die Lizards nehmen jetzt den Herald. Da wird man nichts gegen tun können. Silas nimmt sich die Maokai-Ult. Maokai-Ult. Und der Silas hat natürlich insane Ults. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, Maokai, Malphite-Ult. Die anderen sind auch nicht schlecht, aber die beiden sind natürlich insane. Das sind so, als kann jeder Champion gebrauchen. Yuri geht jetzt für den Turm da unten. Für das Shutdown Gold. Kriegt er auch. Da kann man jetzt natürlich den Herzschlagern, aber hier im Jungle. Ja, das ist aber wieder, da ist wieder so ein Silas. Der hat aber selber auch noch eine. Der intet aber jetzt gerade so ein bisschen. Der kommt raus. Aber der kommt auf jeden Fall raus. Der hat 2 Items fertig. Und der dritte Drake ist ab. Ja. Und das ist eine Chemtech-Seele wieder, eine Chemtech-Map wieder. Ja, wir haben es ja eben schon gesehen, aber kannst du nochmal erwähnen. Der Herald wird jetzt unten von uns genommen. Man denkt sich hier, Jinx nimmt das Free Gold. Ja, das weiß ich auch nicht, was das gerade war. Schöne Maokai-Sapling so ein bisschen, um die Gegner da so rauszuhalten. Aber ich bin gespannt, ob man was machen kann. Silas kommt jetzt auch aus der Mitte, hat reintippet. Und der Aatrox, der ist da drin. Und der Tam Kench auch, die Senna Ult, da stirbt doch keiner. Wir werden doch einfach überfahren. Maokai tot. Dann ist der... unser Stein ist auch tot.
Ori wird jetzt auch nochmal gecatcht. Double Kill schon für Sylas. Kill noch für Aatrox. Kann Jinx auch noch raus? Die wurde abgebrochen, die sollte jetzt auch sterben. Nächster Kill für Pangi, für den Sylas. 7-0 Sylas. Jetzt sind 7k Goldunterschied gleich schon. Da werden wir nochmal. Der Mine wird auch gedived. Der darf nicht leben. Tot. Nächster Kill, der geht jetzt an Senna. Hat die auch mal einen Kill. Jetzt wird's deutlich. Und ich glaube, jetzt wird das auch gesnowballt. Der Drake wird gerade gemacht. Also du wirst ja am T2 gedive, wenn die T1 noch steht. Du wirst komplett durchfallen. Die können machen, was sie wollen jetzt. Du kriegst jetzt hier keinen Tod. Jinx Ult kommt nochmal. Macht ein bisschen Schaden. Ja, Jinx aber, ist so die einzige Hoffnung, aber die ist halt zu, noch zu behind. Die ist noch zu behind. Die hat noch nicht genug Gold. Das heißt, sie ist nicht behind, aber die Gegner sind einfach zu ahead. Ja, die hat noch keine zwei Items. Sylas ist absolut gefeiert. Hat jetzt seinen Majors gekauft. Hat jetzt die Maokai Ult. Maokai Ult und Malphite Ult. Also die anderen im Wechsel. Das ist so insane. Und die Frage ist, kann man sich zurückkämpfen? Die müssen wir jetzt beantworten. Ich meine, das ist sehr schwer. Ja, das ist wirklich schwer. Du musst farmen. Du musst ans Gold kommen. Ich bin ganz ehrlich, die Seele ist eigentlich nicht gut, aber für solche Champions wie Sylas und Ivan sage ich schon, Aatrox ist die insane für solche Booster. Und auch für Tom Kench ist die ziemlich nice, weil die dann einfach nicht sterben und auch gegen den CC gut klarkommen. Haben wir Antil ist die Frage. Wir haben Antil auf Melio drauf, das ist schon mal gut. Ich weiß nicht, was wir auf Maoka noch haben wollen oder auf Malphite vielleicht. Was sonst so guter Pleit kriegen, aber es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Du musst Geld, Ori und Jinx brauchen Gold und dann kannst du das irgendwie gewinnen. Dann musst du halt direkt jemanden auslöschen. Aber Stand jetzt, sind wir ehrlich, eigentlich ist es nur noch Formsache für die Gegner. Aber wir haben eben auch einen Throw gekriegt. Also wir sind auch eben von 7k auf 3k ahead. Wenn sowas jetzt hier passieren würde, hätte ich da auch nichts gegen. Ne? Das ist ein 7k Goldunterschied. Das wäre jetzt eigentlich so der Moment. Ja. Ne? Und dann so ein Baron noch. Da würde ich nicht nein sagen. Also man, ne, wenn die Gegner da schlecht spielen, wenn die Gegner sich da auf gerade erwischen lassen, mit einer Ori-Ult, mit einer Malphite-Ult, man kann da was machen auf jeden Fall. Ne? Jinx hat jetzt auch, glaube ich, ihr Item fertig, weil die will Base. Das Overlevel auch nicht mehr. Die sollte jetzt ihr AI haben. Sylas beschäftigt alleine 4 Leute dann bitte. Die Frage ist, wenn das Overlay schon Mantle geht, wie soll das dann bei den Spielern aussehen? Und jetzt Aatrox auf den Maokai drauf. Die Senna wehittet auch. Der kommt da nicht raus. Der wird sterben, oder? Lebt ganz knapp noch. Die Senna Ult hittet ihn auch nicht. Aber dann wird die Yuri einfach abgeholt da oben. Und jetzt, heißt, jetzt wird man für den Baron gehen. Jetzt wird man für den Baron gehen. Da sollte Baron für die Gegner sein. Jetzt sind es 8k Gold. Nach dem Baron sollten es fast 10k Gold sein. Und dann werden die Lizards wahrscheinlich bald für den Finish kommen. Die können nämlich jetzt einfach über uns rüberfahren. Ich denke auch, also das sieht sehr böse aus. Die einzige Hoffnung, die man irgendwie noch hat, die Gegner sind hinten irgendwie und man kann irgendwie noch die Drake Soul delayen und die spielen ja, kommt, aber for some reason stehen nix. Die für die Soul und brauchen noch ewig, aber das wird nicht geschehen. Also, ich weiß auch nicht, wie man das noch gewinnen will. Es ist sehr schwierig, weil die Gegner-Scannen sind auch wirklich nicht schlecht. Ne? Und die haben halt, du brauchst halt unfassbar viel Schaden, um die tot zu kriegen. Also wirklich, die sind so tanky mit Senna und Ivan dahinter. Und die sind ja so schon super stark, die Champions. Ne? Super tanky, Bruiser, Fighter, wie auch immer man es jetzt nennen soll. Und sind so ahead. Und jetzt auch noch mit der Seele, die ja auch nochmal für solche Champions extrem geil ist, wenn die kriegen sollten. Das ist schon sehr, 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 sehr schwierig. Ja, du musst einfach instant den One-Shotten und mit einem Jinx-Reset das dann spielen. Ja, gute Ori-Ults, gute Malphite-Ults hitten und dann... Aber es ist trotzdem sehr, sehr schwierig. Also, ich sag mal so, 0,5%. Und da ist Will jetzt tot gleich... Oh ne, Flash von Senna, aber Autotech war irgendwie noch ein Minion oder was das da war. Also, ja, gut. Ja, nehmen wir den, ne? Flash nimmt man natürlich mit. Nimm mal mit. Der Backporter kommt durch. Wir verlieren trotzdem den Turm, die Gegner snowballen weiter. Die spielen das auch in Ordnung. Man hat jetzt, wie gesagt, ein 10k Gold-Lead.
Wir haben es ja schon angesprochen, das wird nach dem Barry wahrscheinlich bei 10k liegen. Silas, der ist ja auf dem Flank, der holt jetzt die nächste Ult wieder von dem Malphite. Der hat ja einfach nur schöne Ults zu taken. Jetzt gucken wir, der Cannon Minion. Die nächste Minion Rave kommt gleich und dann sollte auch bald der Botlane-Turm fallen. Weil wenn du da zu weit gehst, Ivan macht übrigens oben den Turm mit. Und Atrox zieht einfach die Ult und rennt einfach drauf unten. Aber man kommt weg. Aber einfach mal R drücken und drauf rein. So. Unten ist der Turm. Jetzt wird die Midlane Rave geholt, der Midlane Turm. Oben hat Ivan die Rave reingehauen und hat auch den Turm gekriegt. Jetzt hat man noch den Midlane Turm. Man macht das schön. Man nimmt außen die Türme, dann geht man zusammen in die Mitte. Und es ist, sind wir ehrlich, eigentlich ist es durch. Wir hoffen auf ein Wunder. Es gibt Wunder. Aber das ich sehe dieses sieht Wunder schon sehr aus. Deutlich aus. Wenn man Silas gewonnen hätte, wird Jinx oder Uri New Chatter kriegt und man dann irgendwie mit der Jinx den Gegner durchbildet. Keine Ahnung. Es ist so schwierig. Ich glaube nicht, dass man den Weg wandeln kann. Außer der steht komplett allein und endet rein. Das ist jetzt, sollte jetzt die Seele sein. Okay, der move da auch nicht hin. Der packt ein paar Zapplinge in die Gebüsche. Und geht auch nicht für den Stil. Nee, das ist auch das. Wird auch, glaube ich, keinen Sinn machen. Wir sind jetzt auf Soulpoint, Minute 24. So, und Silas, drei Leute bei ihm. Mal gucken, vier Leute jetzt. Also jetzt Jinx, vielleicht der Kill für Jinx. Also gib bitte Jinx den Kill. Oh mein Gott, der hat noch fast die Mine geholt. 1000 Gold für die Jinx. Da fängt es schon mal an. 1000 Gold für die Jinx. Jetzt wollen wir noch eine Atrox töten, also nochmal 950 Gold. Und dann sieht schon mal ganz anders aus. Ja. Wir haben jetzt auch Anti-Heal auf Malphite, by the way. Ist es das Comeback? Also für ein Comeback brauchen wir, glaube ich, ein bisschen mehr. Es sind ja schon über 10k. Es brauchen mehr, ja. Es sind fast 12k. 11,5. Aber, hey, und Senna wird auch nicht schwächer, ne? Also die hat halt, ich weiß nicht, wie viel Stacks jetzt hat. Aber die ist gut dabei, auch bestimmt in Stacks. Oh, schauen wir mal. Wann ist das nächste Objective ab? Wir haben den Baron wann? Wir haben jetzt kein Timer für leider, ne? 2 Minuten. 2 Minuten, ah, okay. Also in 2 Minuten ist der Drake. Also hat man noch 1,5 Minuten dann ungefähr, bis der Drake kommt, der Baron. Also 2 Minuten Baron, 1,5 Minuten dann noch auf den Drake, ein bisschen länger. Dann schauen wir mal. Alle haben jetzt resettet von den Lizards. Die Saplings warten hier noch. Atox gibt noch einen schönen. Die Geschenke, ne? Die Geschenke. Die bösen Geschenke. Ja, wenigstens können wir hier nochmal was Cooles highlighten. Uff. Da ist er weg. Da ist er explodiert. Hat zu lange gewartet. Hat er keine Lust mehr. Schauen wir mal. So, Maokai Ult auf den Atox. Also die beiden töten die noch eh nicht. Also gut, Marco hat raus, Atrox ist mit der Ult rausgerannt, der hat wahrscheinlich auch gedacht, dass da mehr Leute sind. Ich denke auch. Ich glaube, sonst wäre er gar nicht weggerannt, wenn er nur die beiden gesehen hätte. Ich dachte, er dachte sich, bevor die Jinx jetzt irgendwie einen Shutdown kriegt, muss ich lieber raus. Ja, oder die Ori, bitte nicht, lass mal sein. Ja, gut. Gucken wir weiter, was machst du jetzt gegen die Seele? Du deffst einfach und deffst einfach. Machst du was gegen den Nash oder lässt ihn einfach droppen? Also noch ist die Seele ja noch nicht genommen. Also der Nash müsste ja auch... Ja genau, eine Minute noch, ne? Ja. Dann sollte der gleich spawnen. Also nicht mehr lange. Soll noch ungefähr 30 Sekunden sein, wenn das mit dem Timer richtig ist, mit dem Dragon Timer da oben. Dann sollte der gleich spawnen. 10 Sekunden, ja. Gut, und man steht schon dran und ich glaube, den droppt man einfach. Man sagt, farm Gold, guckt, dass die Raven im State sind, dass wir es relativ lange deffen können. Da muss man gucken. Jinx hat jetzt 3 Items fertig. Das ist jetzt da. Uri wird ihr 2 nicht fertig kriegen, da bin ich mir aber ganz sicher.
Also sieht zumindest nicht danach aus, als ob die jetzt einen Seraphs hat. Wir gucken mal, wenn sie Base geht, ob es ein Needlessly ist oder ob es ein Seraphs ist. Es ist ein Seraphs und auch ausgebaut. Okay, Ori hat das zweite Item. Jinx hat jetzt 3,5. Man muss halt sagen, wenn er hat 2 Items, die Gegner haben halt einfach 4. Ja, klar. Also, das aber ist halt einfach dann der Unterschied. Ja. Man nimmt die 3,5 auf Jinx auf jeden Fall mit. Silas hat auch noch 2 Stacks auf Majors. Das ist kein richtiges Item mehr. Ja, das stimmt. Seitdem er das Major Ice gekauft hat, hat er nicht mehr sonderlich viel bekommen, ne? Nee, der war auch bei 7 Kills die ganze Zeit. Also der hat eigentlich gar nichts gekriegt. Ja, ein Kill, ne? Er hat... oder ein Assist oder 2. Er hat irgendwie ein Assist gekriegt oder 2 Assists, die jeweils einen Stack geben, glaube ich, von 10 auf 12 und wieder 10 verloren durch den Tod. Also, wenn man vielleicht hat er eher Major Ice kaufen sollen. Nach einem Kill oder so. Ja. Dann hätte er nicht so viele Kills. Ja, wenn du die anderen Items fertig hast, wenn es passt, ich glaube, dann baust du die auch einfach. Das ist, glaube ich, schon die bessere Lösung. Die hat auf jeden Fall sehr viel Schaden. Hat auch keine Storage mehr, die ist gebrochen. Ein gebrochenes Storage funktioniert nicht mehr. Ich denke, es ist einfach der Standard. Du hast dein Dark Seal hochgesteckt. Okay, ich gehe für Majors. Ja, genau, richtig. Du hast das Gold übrig, du kannst es gerade nicht in was anderes Großartiges investieren. Und dann machst du das einfach. Bevor du dann auf das nächste komplette Item wartest, wenn du dann eines fertig gebaut hast, machst du einfach das Majors draus. Und das passt dann ganz gut. Dann hast du einen schönen Power Spike, den du mitnimmst. Weil, auch vor allem, weil du auch das Game dann eh zügig beenden willst. Gerade so ein Item wie so ein Deathcap oder sowas, da wartest du halt ewig. Sorry. Der Bildpuff ist ja sowieso nicht der geilste. Also ich glaube, es ist der beschisseste von allen. Also es gibt jetzt die Seele. Jetzt hat übrigens der Silas ein Sonjas. So, die Seele ist da. Senna würde ich mal gerne... Ich weiß nicht, ob wir einmal sehen können, wie viel Seelen sie hat. Ob wir die einmal irgendwie anklicken können oder so. Das kriegen wir schon irgendwie gehighlightet. Senna hat 118 Seelen. Das ist... ist gut dabei, würde ich mal sagen. Sie hat gleich 120. Das ist dann der nächste Spike. Da kommen auch schon welche. Und da sind die 120 voll. 122 jetzt schon. Also die ist huge. Die ist huge. Die sollte auch Aura machen. Und das wird dann nicht besser. So, gucken wir mal. Jetzt wird hier gesieged. Jetzt Minute geht's halt 30. Los. Und Jinx macht insane Damage schon mal. Also da muss man erstmal raus. Ich weiß nicht. Ob wir zu früh Hoffnung haben sollten? Ich glaube nicht, dass wir die Hoffnung haben sollten. Aber wenn die das throwen, dann ja wohl hier. Es geht halt wirklich um die eine Frage. Wie viel Gold kriegt True jetzt in den nächsten 5 Minuten? Ja, also spätestens beim Elders vorbei. dann ist Game Over. Dann ist Ende Gelände sozusagen. Dann können die aber reinrennen. Ja, so schon fast, aber man hat sich ein bisschen. Das sind 13, es ist 13 Karne. Ist auch nicht weniger geworden, ne, die Gold-Tiff. Aber je weiter es ins Game geht, desto irrelevanter wird es halt auch. Du brauchst eigentlich jetzt noch ein drittes Item auf Ori. Eigentlich willst du auch 4 Items auf Ori haben, aber also, wo willst du die hernehmen, ne? Du bist so giga behind. Jinx ist die einzige, die mithalten kann. Ori holt die erste Rod. Das heißt, Ori jetzt am Rabadons bauen. Aber erst ein Drittel des Weges geschafft. Die nimmt jetzt die Raves an. Wir haben 5 Minuten. Jetzt noch 4 Minuten. Dann muss da was sein. Jinx hat ihr viertes Item fertig. Runans finde ich gut, weil sie ist die einzige, die Damage macht. Den muss sie verteilen können, den muss sie anbringen können. Das finde ich eine sehr gute Wahl. Sie kann sich auch eh nichts leisten, defensiv zu bauen. Sie muss voll offensiv reinböllern. Weil anders, was willst du machen? Du musst den Schaden haben. Du kannst nur hoffen, dass du outplayst. Ja? So. Wir haben sie Zeit gelassen. Wir schauen mal. Jinx kriegt Money. Ori braucht Money. Jinx natürlich auch. Aber die hat jetzt schon mal Item, wo man mit was machen kann. So, gucken wir mal. Artrox, der fühlt sich da sehr mutig. Wird jetzt angeultet, aber der kann da auch einfach wieder mit der Ult rausrennen zum Notfall. Ivan wird gehittet da oben. Genau, das war's. Er rennt einfach weg. Ciao. Eine Needless Large Rod. Wie viel brauchen wir noch? Ja, ein bisschen viel. Ja, ich glaube, das brauchen wir eine Weile. Das 1-1-Kombinierung, du brauchst 2350 noch,
Ne? Also an muss noch kaufen, hatte 500, also 1,8 braucht er noch. Ne? Ja. Das wird er nicht mehr kriegen, Drake. Das kann kommt jetzt ein In-Hip. Die werden schauen, dass sie irgendwie für die In-Hip spielen können. Ja, man kriegt ja sie auch nicht tot. Man wird, kann es zwar nicht unbedingt jetzt siegen mit der Comp, aber man kann halt einfach trotzdem die Objectives nehmen. Man kann warten, dass die Gegner reinsteppen. Du kannst ja halt gar nicht reinsteppen eigentlich. Und das ist das, wo die Lizards halt die Nase vorne haben. Und dafür werden die jetzt wahrscheinlich auch dann spielen. Werden einfach auf die nächsten Objectives warten und dann eben... Ja, du brauchst irgendein Fail-Engage, irgendwas, was nicht so gut klappt von den Gegnern und dann mit hin. Dann brauchst du ein Reset und musst mit Jinx noch rüberrennen. Das langsam spielen. Das ist jetzt vielleicht der nächste Baron-Up. Den wirst du wieder droppen müssen. Ja. Ich meine, die Gegner... Anthrox hat auch übrigens eine Themas drauf, ne? Und das wird auch der Jinx sein, definitiv. Also da gehe ich mal ganz stark von aus. Damit der nicht so viel Schaden nimmt. Die Rocket? Die Rocket. Gut geblockt, schon weit hinten gestanden. Da kommt eh kein Spread-Damage auf den Baron. Ivan smited, ganz safe. Jetzt wartet man da unten vielleicht auf irgendwas. Na, Jinx ist nicht dabei. Alle Danger-Pings kommen raus von uns. Flüchtet einfach, geht da weg. Lasst es sein. 1,5 Minuten kommt der Drake. Und dann muss man es probieren. Weil gegen den, ich glaube, den musst du flippen irgendwie. Ich glaube, dann ist spätestens Flip-Time angesagt. Das Spiel wird wahrscheinlich bald enden. Jinx macht aber echt Schaden, aber das Ivan-Schild ist auch huge. Marokka Öl kommt von der Seite. Aber da sind zwei Leute gerootet gewesen. Man rennt jetzt im Size hinterher, kriegt den auch nicht. Kriegt auch den Ivan nicht. Oben wird derweil der Inhibitor eingerissen. Vielleicht kommt er jetzt in Engage von Malphite. Die Ult sitzt auf der Backline. Senna ist tot. Aber Milio wird gekillt. Aber das ist halt noch eine Milio. Und unser AD Carry lebt noch. Hat einen Shutdown auf Arthros. Geht nochmal 1000 Gold rein. Oder wie viel auch immer er jetzt gekriegt hat. Auf jeden Fall die Shutdown. Man hat jetzt noch 28 Sekunden. Man hat zwei Gegner. Richtig lange tot für den eigenen Supporter. Jetzt kommt der Fight. Juri lebt. Der Ivan Knockup kommt gleich durch. Dann ist er tot leider. Und Silas lebt immer noch. So wie es aussieht, war es das, oder? Das ist jetzt ganz schwierig. Man hat zwei Tote. Juri ist der Einzige, der wirklich Damage hat. Uri braucht einfach noch. Uri braucht auf jeden Fall noch das dritte Item. Die will auch eigentlich sogar vier haben. Und wenn du, ich frage mich auf Uri, wenn du so behind bist, so auf die Schnauze kommst und sowieso so verstirbst, warum holst du dir noch defensive Boots? Brauchst Damage, wenn du behind bist. Ja, das ist richtig. Aber ich weiß nicht, wann er sich die geholt hat, aber ich glaube, ja, du musst einfach Damage bauen. Du kannst dir nichts anderes erlauben. Man sieht es bei Juri, das ist Fullbild, der baut einfach nur Damage. Einfach nur jetzt ganz spät noch BT rein, das gibt richtig viele Stats auf dem hohen Level, wenn du healthy bist und einfach reinböllern. Du musst ballern. Du kannst dir halt nichts Defensives leisten. Du musst jeden Schaden nehmen, den du hast. Der Elder ist jetzt weg. Und jetzt musst du durchhalten. 2,5 Minuten sind es, glaube ich. Wie lange läuft, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Du musst jetzt durchhalten. Der Nash läuft auch noch ein bisschen. Du hast jetzt halt beide, es ist Seele, Elder und Nash gegen dich. Und du bist 15k behind. Also, und du hast auch keine Inhibition. Wenn du es jetzt deffst, dann kannst du auch gewinnen. Aber... Wenn du die jetzt acest somehow, dann kannst du das Game gewinnen. Und da die Maokai-Ults gegeneinander, das sieht ganz wild aus. Und da oben wird einfach unser Midlaner deleted vom... Oh, actually, er lebt! Arthrox ist tot! Aber das alleine das Redemption macht schon sehr viel Schaden. Da kann man noch mal... Man kann aber leben, man lebt aber. Jinx ist da. Man hat keine Türme mehr. Man muss jetzt einfach richtig rein in die Euga. Maokai, Melfat ult auf Silas, da muss man jetzt auch aufpassen. Wenn der dann eine gute Ult hätte, deletet er die Jinx in der Backline. Und Ori wird ausgelöscht und Milio wird. Oh, Ori lebt wieder noch. Aber Ori ist jetzt tot, Milio wird ausgelöscht, Jinx ist tot. Alle sind tot, das ist das Game. Also, man wirft noch den eigenen Midlaner in den Fountain. Ja, also ist ein verdienter Sieg. Kann man nicht anders sagen. Stark gespielt. Ja. Und man hat gesehen, wie schwierig es ist, sie zu töten. Man hat es am Ende noch relativ gut gespielt. Juri mal wieder in 10 auf den Jinx, muss ich sagen. Na?
Also der Typ hat echt wieder mal gezeigt, dass man auch auf Jinx, dass auch Jinx ein starker Champ ist, was wir davor aber auch schon wussten. Würde ich mal meinen. Ja, auf jeden Fall. Aber wie er die spielt, ist schon schön, muss man sagen. Jugend macht echt einen guten Job. Es war ein 1-1. Ich denke, damit kann man leben gegen das Team, was noch ungeschlagen war. Die spielen auch noch gegen MT One, denke ich mal. Also müssen sie ja, sonst ne, Ja. könnten die ja nicht 5-1 stellen. Also 2-5-1-Teams noch gegeneinander. Das heißt, man kann da auf jeden Fall noch rankommen. Vor allem, wenn einer von den beiden verliert und auch auf drei Loses gehen sollte. Das wäre natürlich das Traum-Szenario. Dann ist man da ja eh dran. Und alles andere hat man ja noch. Von daher, das 1-1 kann man mitnehmen. Ja, und wir können sagen, 1:1. Damit quasi schließen wir diesen Spieltag fast ab. Wir haben nur noch Blank. Das ist das zweite 1:1. Und sonst haben alle Teams gewonnen, ne? Können wir vielleicht nochmal kurz einen Blick drauf werfen. Ich denke mal, dass die Teams haben eh noch ein bisschen was zu besprechen. Ja, ich weiß nicht, ob du ein Interview machen willst. Ich weiß nicht, ob wir irgendwen für ein Interview Kann auch rankriegen. Ich kann sehen. mal kurz fragen. Und wir können ja gleich nochmal bei anderen reingucken. Aber deren Game 1 ist, glaube ich, immer noch nicht vorbei. Es war eben war so nicht so lange in-game. Wir müssen mal schauen, wie das aussieht. So. Wir suchen mal gerade hier nach einem Interview und dann schauen wir mal, ob wir da jemanden rankriegen. Ja. Vielleicht kriegen wir wen, vielleicht nicht. Ich hoffe, wir kriegen wen. Vayne Support, willkommen im Stream. Schön, dass du da bist. Fan Support. So, wir haben noch kurz 5 Minuten. Wir können ja vielleicht mal kurz den Spieltag Revue passieren lassen und kurz 2, 3 Minuten warten. Also, wir haben, ja, stehen die Ergebnisse zwar noch nicht drin, aber was hat uns alles diese Woche erlebt? Wir hatten einen Banger von Unknown und den Claws, ne? Also, das Claw-Game war wohl echt stark. Das konnten wir leider nicht casten. Dann hatten wir Unknown, die haben 2-0 gewonnen. Das haben wir, glaube ich, gecastet auf jeden Ja, das Fall. erste Game war unfassbar spannend, kann ich mich daran erinnern. Ja. Das war, haben sie dann irgendwie gefinisht gekriegt. Dann hatten wir Alpha Banger gegen Peculiar, da haben wir nur am Ende nochmal reingucken können. Stimmt. Da gab es diese insane Shockwave von Erik. Das war direkt im Anschluss an das andere Game, wo sich der Erik seinen 100. Kill in der Prime League geholt hat. Genau. Trügerisch, hat disqualifiziertes Team gegen sich gehabt, da steht nichts drin. Hat einen Free Win. Ja, Innovation hat auch einen Free Win gekriegt. Ja. Und Divine weiß ich gar nicht, da kannst du vielleicht mehr zu Ich sagen. glaube, die haben Das auch einen Free Win bekommen. perfekt Free Wins am laufenden Band. Also, das ist die Div Die 7 Free Win Woche. Experience. Die Free Win Woche. Das ist die Div 7 Experience. Und Ja, war ein ja. Free Win, wir sehen es gerade. War ein Free Win gegen Fist. Gegen Fist, Fiesta. die auch 0-6 inzwischen stehen. Ich glaube, die sind auch nicht mehr so motiviert. Ja, kann passieren. Willkommen fürs Interview. Ich weiß gerade gar nicht, mit wem ich auf Deutsch reden kann, mit wem Ich auf glaube, Englisch. die Botlane ist Ausländer. Also das heißt, die anderen müssen ja Deutscher, ne? Wenn die Botlane türkisch und italienisch ist, wird Will wahrscheinlich Deutsch sein. Aber wir können mal fragen. Du kannst mal fragen, welche Sprache. Oh, Hallo. hi. Lara, du musst ja muten.
Stimmt, ich muss mich. So, hi. Warte, die Qualität ist aber. Doch, die Qualität ist okay. Hoffe ich. Wunderbar. Habe ich Ton? Weiß ich nicht, ob du Ton hast. Vielleicht musst du dein Headset anschalten. Eigentlich ist es. Kurze Schwierigkeiten. So. Perfekt. Und ich muss den Ton noch entmuten. Jawohl, jetzt hören wir hier. So. Cool. Erstmal GZ oder GGG, ne? Das waren zwei geile Games. War ja jetzt, glaube ich, das eines der härtesten Teams. Wenn man jetzt so auf die Elos guckt und sie standen ja auf 4-0, sag mal, mit was für einer Erwartungsseite reingegangen in die Games? Also ich wollte mal also etwas kurz fragen. Also ich habe einfach meine Freunde, die mich schauen und die sprechen nur Englisch. Ist das okay, ob wir einfach ein Interview auf Englisch machen oder ist das? Das kriegen, so, können wir machen. Ja. Okay, danke schön. Okay. Okay, this opponent, Purple Emperor Lizards Atomic was probably the strongest opponent in the group, or one of the strongest. What's the expectation coming, going into these games? I mean, like, we were really prepared for them, like, we kind of prepared a lot, like, in the scrims, and we trained additionally for it. So, yeah, we're expecting to at least win 2-0. I mean, not at least. At least to win one, lose one. But we were expecting to win two. But it happens. It just went unfortunate for us second game. But it's still we did good overall. I'm really happy with the performance of the team. At least both of the games. In general. Yeah, in game one, you played exceptionally well around mid lane. I mean, Blitzcrank was mid lane. So many times, yeah. Enemy dropped flash and you were just gank from Blitz, gank from Talia. Yeah, like we're taking turns. It's one time him, one time me, and then we go together. Yeah, I thought that was insane. Second game, mid lane was a bit of a problem. Yeah. What happened second game? Why did it not go so well? I mean, it's really a hard matchup for Orianna. I wouldn't say a hard matchup, it's just the combo that works with Ivern and Sylas. Like, it's just not, and I can't, like, as Maokai, I can't really do anything about that situation. It's just, he has to survive. But, like, it's really hard to survive that matchup. It was expected that was, like, that was what was gonna happen in the game. We called it. But it's just so hard to avoid, especially like Sylas goes into the dash with E slow, and then it's just he can't do anything anymore. Especially when we don't have flash, like it's a very abusable lane for the Ivern. Okay. But in general, I mean, we played around bot lane. We got some good catches. We played safe. Tried like to catch and get the Jinx big enough, maybe try to carry, but didn't work out. But I still think it's fine. We did pretty good, I think. Okay. What do you see your chances of still making playoffs? I mean, you just won round the maybe best team in the league. There are no 5-1, you are 3-3, and your first opponent, the games that you lost, is 5-1-2. They still have to play each other, so. What do you think are your chances of still getting to playoffs? I would say there's still a lot of chances that we get into playoffs. Of course, it depends on what happens in the matchup between them, because that dictates how many wins they have and how many losses they have. Mm-hmm. But yeah, as you said, like earlier, like we already played against the two strongest teams in the group, so I think we should be pretty good with. Like we should like just win every single match from now on. Yeah. The other teams are not really that impressive, if I would say, if I'm there. Okay. I mean, okay. Confidence. Yeah. Confidence, of course. Okay. Nice. Then, do you still have questions? No. Then I think we wish you the best luck. Do you still want to say something to your friends? Yeah, just hi. Shout out to everyone that's watching me. Nice. Nice. GG, thank you for the interview, and see you next time.
Thanks. Yeah, see you next time and hopefully on the wins. Of course. Bye. Okay. Bye bye. Perfekt. Das war ein cooles Interview. Ja, das war Will, unser Jungler. Der Marker-Enthusiast. Ich glaube, das war nicht sein erstes Marker-Game. War doch cool drauf. Und Confidence, dass wir die restlichen Games eigentlich alle gewinnen sollten. Weil man die zwei schwersten Gegner raus. Und ich denke, man hat auch gute Chancen. Also selbst wenn die 1-1 spielen, man muss natürlich dann gucken, ne, wie die dann die anderen Games spielen. Ich denke, die Chancen stehen auch ganz gut, dass man in die Playoffs kommt. Muss man Top 2 werden? Oder Top 3, Top 2, ne? Top 2 wäre es. Ja, gut, okay. Also wär ein Träumchen, wenn das ein Team auf das andere besiegt, dass man auch 3 Wins schon mal hat, dann braucht man weniger. Aber wir gucken natürlich mal, was passiert. Für uns heißt es einfach nur gewinnen, gewinnen, gewinnen. Und wenn wir alles gewinnen, dann sehen wir ja, was da rumkommt. Aber ich glaube an unser Team. Das wird schon was werden. Ja. The Jungle will never gangs top. Ja, oh mein Gott. Wir können mal gerade drüber reden. Unknown ist das erste Game durch. Unknown hat das erste Game gespielt und steht tatsächlich 1-0. Ja, wie zu erwarten, denke ich mal. Die sind so ein bisschen die Div 6 am Durchstompen. Und dann können wir uns da ja auch drauf freuen, dass die hoffentlich wieder 2-0 gehen. Aber es ist noch alles am Laufen in Div, in Richtung Div 6 für Unknown, was uns natürlich freut. Ja, also Unknown steht 6 zu 0, könnt ihr hier vielleicht auch mal zeigen. Ja, jetzt 7-0 schon. Und jetzt stehen sie inzwischen schon 7-0. Also die sind richtig on fire, das muss man einfach mal sagen. Also die stompen irgendwie alles. Die sind auch richtig gut drauf, die hatten ja den Imperium-Slot übernommen, das müssen wir vielleicht mal dazu sagen. Also die haben ja quasi den Slot von uns, ja wie gesagt, mehr oder weniger geschenkt bekommen. Oder ihn halt quasi übernommen und halt versprochen, ihn halt dann weiter zu bespielen. Und ja. Ja, machen sie ja bis jetzt ganz gut, ne? Also verloren haben sie noch nicht und True Cup haben sie auch gewonnen. Also als True Cup-Sieger vertreten sie es auf jeden Fall sehr, sehr gut, muss ich sagen. Schon ein sehr, sehr krasses Team. Und ich würde mich auch echt gerne freuen, die nächsten Split in Div 5 casten zu dürfen. Ja, das wäre auf jeden Fall cool. Ich denke mal, die Möglichkeiten hätten sie auf jeden Fall. Und da würden wir uns natürlich enorm freuen, die dann auch vielleicht ein bisschen höher zu sehen. Ja, definitiv. Ja. Dann, ich glaube, wir sind sonst soweit durch. Ich denke auch, wir sind durch. Mit dem heutigen Cast, vielen Dank nochmal an alle, die hier dabei waren, mitgefiebert haben für True und für unsere Teams. Nächstes Mal lesen wir dann vielleicht auch aus dem Buch von Mentalismus vor. Der hat meinte, er will eins schreiben. Das wäre auf jeden Fall cool. Ein Buch über das Mentalismus. Wir gucken jetzt mal, ob wir irgendwen raiden können wahrscheinlich, ne? MT1 eSports ist zum Beispiel live, sehe ich gerade. Das ist ja das andere Team. InSport ist live. Also wir haben so ein paar Möglichkeiten, wo wir vielleicht reinschalten können. Lara, guck mal gerade. Ich guck mal gerade, was das so das Höchste ist, was wir euch bieten können. Oder das höchste Niveau. Ich sehe hier D4, ich sehe D5. Ich glaube, D4 kann man schwer überbieten. Dann raiden wir doch mal zu InSport. Die freuen sich bestimmt. Die haben ja sonst nicht so viele Zuschauer. Und sag kurz Hallo. Vielen Dank. Und dann sehen wir uns morgen wieder vielleicht? Wir werden es sehen. Vielleicht sehen wir morgen blank. Das wissen wir noch nicht. Das werden wir spontan entscheiden. Bis dahin. Wir gucken mal, ob wir wen finden zum Cast. Sonst schönen Abend euch und bis nächstes Mal. Ja, macht's gut. Ciao. Aber selbst wenn, würde man das wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich sehen, wie man es in einer Prime League Div sieht. Das meine ich damit. Weil im Endeffekt hast du in einer Prime League Div, da geht es nicht darum, jetzt hier das 300.000 Euro Preisgeld nach Hause zu holen. Übertrieben gesagt, ich habe keine Ahnung, was die Preisgelder momentan sind, ehrlich zu sein. Aber prinzipiell hast du halt trotzdem hier die Möglichkeit und auch den Willen, Sachen auszuprobieren. Und das ist ja irgendwie gerade bei G2 auch immer so ein bisschen verboten worden in letzter Zeit, hatte ich das Gefühl. Also ich glaube, gerade auch die Games gegen Energy und andere Teams, vielleicht auch gegen Billy, hätten anders ausgehen können, wenn man sie hätte picken lassen, was sie selber picken wollten. Und nicht, wenn man sie auf irgendwelche Sachen gezwungen hätte. Das ist aber auch vollkommen irrelevant im Endeffekt. Wir sind ja hier...
aber das nur mal so am da Rande. Da ist man sich auf jeden Fall einig mit dem Dorans Bild, denn auch Milkshake mit dem Dorans und Boots unterwegs. Hallo True, ja. Herzlich willkommen hier mit 18 Personen. Der Raid, ich hoffe euer Game war erfolgreich. Ich glaube, das war True Main gegen auch irgendein Banger tatsächlich. Ja, bei uns läuft gerade nicht so gut. Eros allerdings wieder im knappen Hobby One auf der Top Lane. 1-0 führt hier. Wii Sports Academy sind auch Favoriten auf jeden Fall. Wie gesagt, InSport hat hier eine Community eingewächst als Delta InSport. Man hat sich trotzdem bisher sehr, sehr gut verkauft in der Prime League. Jetzt die erste richtige harte Prüfung. Und ja, war so ein bisschen problematisch aus der Jungle-Perspektive. Dann Teamfight einfach outplayed worden. Aber hier ist es noch wieder ein enges Spiel. Hier ist noch nicht viel passiert. All out jetzt auch vor Eros. Der muss flashen auf 2 AP Flash. Und ich hab hier den Caster Curse. PT mit dem First Blood auf der Top Lane. Ja, so sieht's aus. Und im Endeffekt hat man jetzt hier wieder seitens Wii Sports early den Lead. Man hat hier das First Blood bekommen. Hat dafür allerdings hier den Drake an Inns abgegeben. Und das ist natürlich sehr wichtig irgendwo. Ne? Also gerade Control ist eine der Kern- und Schlüsselsachen, die man hier eigentlich haben sollte als Jungler. Das Kernziel eines jeden Junglers, würde ich sagen, sind auch die Objectives. Es hat in der letzten Runde sehr wenig und sehr gar nicht eigentlich geklappt. Und dementsprechend fokussiert man sich jetzt gerade auch als Kha'Zix darauf. Im Endeffekt, also ja, ne, das Einzige, was man da hätte noch mehr haben können, ist vielleicht eine Shyvana, die jetzt sagt, ich will unbedingt den Drake. Aber ja, das ist schon eine wichtige Kiste hier, denke ich. Pulverize auf Slim Snoker. Man kann sich noch relativ gut wehren. Die Minion Wave ist auf beiden Seiten sehr riesig. Purpose Poke mit seinen Glitterlands am Poken. Man wartet für den nächsten Engage auf Seiten von Mark mit C. Schönes Champas von Slim Snoker. Man kommt nicht für den nächsten Top-Lane, wird einfach Eros ignoriert fürs Plating. Ja. Und da fühlt sich PT jetzt pudelwohl und wahrscheinlich ist Eros der PTSD vom ersten Game bekommt. Ja, absolut. Keine Frage, keine Frage. Aber im Endeffekt... persönlich, wenn ich jetzt die Hecarim spiele, tatsächlich auf die Midlane fokussieren. Gerade, oder auf die Botlane. Also Nico und Kaiser sind halt wirklich so starke Champions momentan, dass du eigentlich sagst, du gehst hier entweder für Midlane-Ganks oder vielleicht als Supporter, du roamst in die Midlane, du gehst für die Botlane-Kills, Midlaners roamt mal runter und so eine Sachen. Das sind ja immer alles Dinge, wo man sagt, hier müsste man eigentlich sich sofort drauf fokussieren. Ja, jetzt in der Mitte von angeflasht, Poplar zum Gegen, Nero, goodbye, da musst du flashen. Oder du bist tot. Und das ist so einfach mit dieser Nico. Ganz genau. Und das ist richtig genau das, was ich angesprochen habe. Exakt der Plan.